Haben wir ein Bild? Haben wir einen Ton? Hört ihr mich? Kurze Rückmeldung im Chat bitte. Ob man mich irgendwie hört, ob man mich sieht und ob ihr Hunger habt. Das wäre cool. Ansonsten sage ich schon mal, falls man mich denn hört und falls man mich sieht. Hallo zusammen! Herzlich willkommen heute beim Livestream. Wir versuchen das heute mal hinzukriegen ohne irgendwelche technischen Probleme. Das war ja letzte Woche, naja, tontechnisch nicht so das Allerfeinste, was wir da hingekriegt haben. Wir haben aber aufgerüstet, wir haben ein LAN-Kabel geholt. Wir haben ein extra Mikro nochmal geholt. Also wenn es heute nicht funktioniert, dann müssen wir das mit dem Skype lassen. Weil ich glaube, so die Kombination funktioniert ganz gut, ne? Gut. Es schreiben dir Eileen und Marion, alles super, alles bestens. Gut, Marion, Eileen, servus. Guten Tag. Seid ihr zum ersten Mal im Stream oder schon öfters dabei gewesen? Die Mokkabohne und Hedeke schreiben ja. Hallo Mokkabohne. Und Hedeke ist auch schon am Start. Hedeke holen wir gleich noch, die Jule Graf holen wir gleich noch dazu hier in den Stream. Ich hoffe, dass das echt funktioniert, ey. Mein lieber Scholli, war das letzte Woche eine Action. Naja, heute machen wir was Besonderes. Ein bisschen leise. Ein bisschen leise bin ich. Moment mal, da kann ich mal gucken, ob ich das Mikro ein bisschen... Ob ich das noch ein bisschen lauter kriege. Nee, das Mikro kriege ich leider nicht mehr lauter. Ich kann es ein bisschen hier rüber drehen. Weiß nicht, ob ihr da noch was von mir seht. Okay, heute machen wir was Besonderes. Und zwar habe ich heute einen tollen Live-Gast. Ich habe wieder einen tollen Live-Gast. Und zwar ist das die Jule Graf vom Hedeke Verlag. Sie ist Co-Verlegerin und der Hedeke Verlag ist nicht irgendein Verlag. Das ist ein besonderer Verlag. Aber das werden wir uns gleich mal anhören von der Jule, die hoffentlich gleich hier zugeschaltet ist. Ich sage noch kurz, was wir machen. Wir machen was aus einem Buch. Und zwar aus einem Buch vom Hedeke Verlag. Eigentlich müsste ich jetzt hier oben wahrscheinlich Werbung einblenden, aber... Ich kriege für dieses Video kein Geld, nichts. Ich habe die Bücher selber gekauft. Von daher, nee. Wir machen was aus dem Buch Dukas Natur 2. Wahrscheinlich habe ich es völlig falsch ausgesprochen. Aber da holen wir gleich die Jule dazu. Die kann uns das mal erklären, wie das denn überhaupt richtig ausgesprochen wird und was wir heute hier alles machen. Also ich kann mal sagen, also ich meine, stand ja im Titel, ne? Es gibt Dips, Grilldips. Also die kann man natürlich nicht nur zum Grillen verwenden, sondern auch zu vielen anderen Dingen. Aber die sind so ausgefallen, die passen so super jetzt ins Frühling, ins Frühling, in den Frühling. Die wollte ich euch zeigen. Und ich probiere das jetzt, die Jule dazu zu holen. Drückt mir mal die Daumen, dass das irgendwie funktioniert. Die Marion war letzte Woche auch schon dabei. Die Marion war letzte Woche auch schon dabei. Das hässlichste Sushi der Welt gemacht. Beim hässlichsten Sushi der Welt? Na, das war die Woche davor, oder? Ja. Nee, stimmt. Wir haben letzte Woche mit dem Markus von Meyers Kochtipps haben wir da das hässlichste Sushi der Welt gemacht, in der Tat. Gut, ich schau mal, ob ich das Ding hier zum Laufen kriege mit der Jule. Hallo Jule. Moinsen. Moinsen, so. Wir müssen mal... Ich muss mal gucken, ob ich dich sehe. Ah, toll. Warte mal, ich schiebe hier meinen Rahmen gerade hin und her. Ich guck mal, ob ich dich im... Habe ich dich im Livestream drinne? Sieht man das? Komm mal rein und wink mal. Ich habe gerade schon gewunken. Ach so, ja, warte mal eben. Ah nee, schön, ich sehe dich im Skype. Das ist schon mal gut. Naja, nicht wirklich. Ich möchte dich ja gerne woanders sehen. Ja, dann sollen wir noch mal ausschalten und wieder einschalten. Warte mal. Ich guck mal eben, ob ich das hinkriege. Also du bist ja hier drin. Live. Bist du da drin? Zack. Fertig. Ja, jetzt müsste es eigentlich funktionieren, aber... Ah doch. Ja, du bist... Ich würde sagen, du bist bei mir... Du bist bei mir drin, ich muss nur ganz kurz das hier einmal einstellen, dass wir die richtige Größe haben. Das ein bisschen dunkel, ne? Wie bitte? So, mach mal wieder hell. Warte mal. Ich muss dich kurz hinschieben hier. Ja, schieb mal. Sonst sehen dich die Leute nicht. Sag mal, bist du... Ich sehe nur mein Fensterbrett. Meine blöde Frage, bist du wieder hochkant? Nein. Echt nicht?
echt nicht. Okay. Warte. Du bist hochkant. Das gibt's doch nicht. Ich habe mein Handy hier quer. Und ich sehe mich doch in Skype auch quer. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Okay, du siehst dich in Skype auch quer. Ja. Okay, ich sehe dich in Skype hochkant. Naja. Warte mal. Sollen wir noch mal, soll ich noch einmal drehen und noch mal zurückdrehen? Ja, dreh mal. Ich dreh mal. Also ich habe dich zumindest im Bild, aber ich habe dich halt nicht so, wie ich dich haben möchte. Jetzt ist gut. Jetzt bin ich hochkant. Bist du jetzt hochkant? Warte mal. Nee, jetzt bist du hochkant. Dreh mal zurück. Jetzt drehen wir mal zurück. Ah ja, jetzt bist du quer. So, siehst du? Super. Läuft dann doch. Dann komme ich dich mal wieder hier ein, in den Rahmen. Ja. Mensch. Es läuft doch wie eine Eins. So. Schrei nicht zu früh. Das hast du vorher auch gesagt und dann war es wieder nicht. Psst. Ja, das ist wohl wahr. Okay, habt ihr alle immer noch Ton und seht ihr alle immer noch irgendwas? Upsa. Warte mal. Sorry, ich muss hier leider noch mal kurz Hand anlegen. So, also ich hab dich hier jetzt... Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus, du. Okay, super. Geht gleich weiter. Ich muss hier nur einstellen, sonst seht ihr ja alle nichts. Moment, bitte. Boah, ist das warm hier. So, Jule, erzähl doch mal, was wir heute kochen. Das kannst du ja schon machen, während ich hier rumpimmel. Ja, ich erzähl mal so ein bisschen. Ich sag ja gerade, hier ist es echt warm, weil ich stehe hier direkt an meinem Ofen. Da sind schon so Auberginen drin. Also eine große Aubergine. Und haben wir jetzt quasi, also ich habe sie jetzt abgefackelt, fast eine Stunde lang, bei 180 Grad. Ja. Dass ich die gleich abkühlen lassen kann. Okay. Daraus werden wir eine Auberginen-Mayo machen. Als allererstes aber machen wir eine Schalotten-Vinaigrette. Okay. Ich hab's auch. Die brauchen wir nämlich nachher noch für ein paar andere Dips. Und die meisten Dips, also bis auf das, die Auberginen-Mayo, ist eigentlich alles voll grün heute. Okay. Mhm. Klingt nicht so schlecht. Ich sehe auf alle Fälle mal dein Schneidebrett. Super. So, warte mal. Ich schalte dich mal in die Küche, da sehen mich die Leute auch wieder. Du hast gerade gesagt, wir machen eine Vinaigrette, eine Schalotten-Vinaigrette. Das heißt, ich habe schon mal 5 Schalotten vor mir liegen. Die soll ich wahrscheinlich mal entschalen. Und was? Also dann mach ich erstmal Schale weg. Ja. Und klein hacken. Ja. Das können wir jetzt mal als erstes machen. Ich muss erstmal Nase putzen, Moment. Oh, okay, das ist wichtig. Absolut. Funktioniert das denn immer noch? Also ich nehme nochmal ganz kurz die Frage in den Chat zurück. Hört ihr die Jule? Und ja, tun sie. Sehr. Ist schon lange geklärt. Okay. Aber ja, bis gerade eben sah man von der Jule nur die Arbeitsplatte und den Rand vom Bauch. Ja. Das hat sich aber inzwischen, so wie ich das sehe, geändert. Hat sich das geändert? Seht ihr einigermaßen irgendwas? Ich sehe Brüste von der... Nee. Keine Ahnung, was das ist. Naja, es funktioniert auf alle Fälle. So, pass mal auf. Ich ziehe jetzt mal aus und dann machen wir mal zusammen. Wir schälen Schalotten. Wir machen als erstes eine Schalotten-Vinaigrette. Weil diese Schalotten-Vinaigrette brauchen wir nachher für was, Jule? Die brauchen wir nachher für die unterschiedlichen grünen Dips. Wir machen nachher einen Sauerampfer-Dip, wir machen einen Minze-Dip und wir machen einen grünen Dip aus dem Grün von Mairübchen. Mairübchen. Ey, da hast du mir ja heute eine Aufgabe gegeben, ey. Bis ich gefunden habe, was Mairübchen sind. Und ja, oder Frühlingsrübchen oder... Also ich habe noch mal die Generation vor mir gefragt. Also Teltower Rübchen sind so was Ähnliches. Teltow ist ein Stadtteil von Berlin, richtig. Richtig, und da gibt es auch so Rübchen. Und das ist im Prinzip fast dasselbe. Also wahrscheinlich werden jetzt alle Teltower hinterher anrufen und sagen, nein, um Gottes Willen. Aber man kann die auch einfach mal zeigen, ja. So sehen die aus. Oh, die liegen bei mir noch auf der Terrasse, die muss ich noch reinholen, fällt mir gerade auf. Und es gibt auch Frühlingsrübchen, die sind so ein bisschen länger und schmaler. Ja. Sehen quasi aus wie so Mini-Rettiche. Ja. Die gibt es auch noch. Die sind Warte mal, ich schalte dich mal groß, dann kannst du noch mal die Rettiche reinhalten. Rettich, guckst du. War ein Stückchen weiter weg. Die Rettiche, die keine Rettiche sind, sondern Mairübchen. Und noch mal ein Stückchen nach rechts. Ja, so, jetzt sieht man sie. Super. Ein Strauß voller Mairübchen. Ein Mairübchen. Kann man damit noch was anderes machen? Weil wir brauchen ja jetzt nur das Grün von den Dingern, ne?
Ja, da kann man tatsächlich noch was anderes machen. Also man kann die wie ein Gemüse schmoren. Man kann die auch mit Karotten zusammen und Kartoffeln zusammen und vielleicht auch Rote Beete, wenn man da Bock drauf hat, okay, in den Ofen schieben. Und dann kannst du zum Beispiel auch so ein leckeres Miso-Maple-Gemüse machen. Jesus Gott. Dann ja, müssen wir, wenn du mit da mir, ja noch wenn mal, du dann müssen mir unterhältst, dann kommt Miso mindestens im dritten Satz. Das ist normal bei mir. Okay, verstehe. Ja. Jule, vielleicht also sollten wir... Nur noch mal zum Vergleich, also die sind etwa so groß. Mhm. Also Tennisball groß etwa. Ja. Moment, wir haben einen Einwurf von der Seite. Ja, bitte. Wenn du die Jule groß machst, dann sieht man nur noch ihre Arbeitsfläche und die Jule gar nicht mehr. Okay. Moment, auch dies kriege ich... Moment. Freunde der Sonne, ich habe das irgendwie... Kriegen wir das hin. Muss ich was tun oder einfach nur weitermachen? Du musst einfach, mach du mal, aber du darfst nicht so weit vor mir sein. Du bist doch nicht der Regierer schneller, du bist doch der Profi, ey. So. Okay, Jule, man sieht dich jetzt. Jetzt kannst du mal dein Gesicht reinhalten, dann sehen die Leute auch, wie du aussiehst. Hallo. Gut, aber jetzt haben wir nicht nur dein Gesicht am Start. Mein Körper ist auch noch dran. Dein Körper ist auch noch dabei. Jule. Also, ich meine, wir müssen ja mal ganz kurz drüber reden, warum ich dich überhaupt jetzt hier eingeladen habe in diesen Stream. Ja. Und warum du so nett warst, tatsächlich hier vorbeizuschauen. Warum du so nett bist, dass du mich eingeladen hast, wenn ich hier auf deinem World Wide Mega Channel zu Gast sein darf. Ja, vor allen Dingen World Wide Mega Channel. Hm. Ja. Also ich bin jetzt ich fange gerade mit der fünften an zum Schälen. Wie weit bist du denn? Ja, genau. Also, Juli, ich habe es schon angedeutet, du bist Co-Verlegerin in einem Kochbuchverlag. Exakt. Das ist ein Verlag, also das ist nicht irgendein Verlag, das ist ja, also wir können es ja gerne sagen, das ist der Hedige Verlag. Und ja, der Hedige Verlag... Einblenden haben wir ja schon gehabt, ne? Also. Genau, und der Hedige Verlag ist sage und schreibe 100 Jahre alt. 101. Stimmt, letztes Jahr war 100-jähriges, ne? Ja, richtig, genau. Wir haben jetzt das 100. und erste Jahr, also wir haben das 100. Jahr tatsächlich überstanden. So, und es handelt sich ja bei eurem Verlag um einen Familienbetrieb in vierter Generation? Ja, richtig. Ich muss die Schalotten, muss ich klein würfeln, richtig? Jawohl. Sehr gut. Ich hole dabei hier meine Auberginen aus dem Keller, wollte ich schon sagen. So. Also, vierte Generation. Jawohl. Wie kommst du da drauf überhaupt? Also, naja, weiß ich nicht. Viele... Warum macht man Kochbücher? Warum machst du da weiter? Also, was hat dich dazu inspiriert, in den Betrieb deiner Eltern einzusteigen? Also, ich meine, ich kenne natürlich deine Eltern. Das sind natürlich sehr, sehr, sehr nette Menschen. Aber viele, ich sag mal, Nachfolger haben gar keinen Bock, in den Betrieb ihrer Eltern einzusteigen. Ja, also es ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also klar, man wächst damit auf und man hat ja schon sowieso so ein bisschen ein Gefühl für die Materie, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass man das Handwerk auch versteht. Ja. Ich habe ja auch tatsächlich erstmal was anderes gemacht, also ich bin nicht sofort und gleich in den Verlag, sondern bin erstmal Reis ausgenommen und habe mich erstmal der schreibenden Zunft zugehörig gefühlt, habe dann einen Sprung gemacht über diverse kleinere Agenturen, war kurz selbstständig als Designerin. Komm mal her, guck mich mal an, ich sehe dich doch gar nicht. Du musst zu mir reden, ich möchte mit dir reden. So, ist okay. So besser, Schatz. Ja, sehr gut. Schön. Oh, ich heule übrigens mittlerweile schon von den scheiß Schalotten. Also, bin dann aber tatsächlich zunächst der Liebe wegen nach Stuttgart zurückgezogen. Ich war nämlich eine ganze Zeit lang in Düsseldorf. Ja. Und da kam dann so eins zum anderen. Ne? Also ich war erst selbstständig. Wie es halt immer so ist. Ja, wie es halt so ist. Ihr kennt das ja auch. Also dann erstmal so 2 Tage für den Verlag gearbeitet und noch freie Arbeiten nebenher gemacht. Und dann wurde das für den Verlag halt immer mehr. Und ich habe auch immer mehr Spaß dran gefunden tatsächlich. Ja. Und habe auch immer mehr Lust bekommen, da was zu gestalten im wahrsten Sinn. Und habe jetzt mit meiner Schwester zusammen den Verlag übernommen.
also die geschäftsführerische Geschichte, das ist im Moment noch im Gange, damit das alles auf dem Papier auch noch so vollends aussieht. Ja. Aber wir haben uns eben beide entschlossen, das weiterzumachen, auch wenn es keine ganz leichte Aufgabe ist. Ich glaube aber, dass wir den Begriff Kochbuchverlag nicht mehr so eng sehen, wie man das vielleicht sonst so betrachten würde. Ich glaube, dass das, was wir zukünftig machen werden, auch durchaus hinausgehen wird, in Anführungszeichen nur Bücher zu machen. Okay. Ich frage da jetzt mal noch nicht nach, oder ich weiß ja nicht. Naja, also wir haben ja teilweise schon ein bisschen angefangen damit. Also wir haben jetzt vergangenes Jahr durch diese Tour, die wir gemacht haben, quer durch Deutschland, wir haben zum 100-Jährigen den Buchhandlungen 100 Stunden unserer Zeit geschenkt. Ja. Das waren etwas mehr als 100 Stunden insgesamt, aber die Veranstaltungsstunden, da kamen wir ungefähr auf die Hälfte und haben dann dort auch tatsächlich aus den Büchern gekocht und haben Sachen mitgebracht und haben den Verlag vorgestellt. Und das, da habe ich ein bisschen Blut geleckt und habe dann auf der Buchmesse das allererste Mal mit einer Autorin auf der Bühne gestanden. Das hat total Spaß gemacht und live gekocht. Und habe dann auch die Premiere gehabt, kurz nach der Buchmesse mal einen Kochkurs zu geben zum Thema Miso. Da war ich extrem aufgeregt und war mir gar nicht sicher, ob das irgendwie alles so funktioniert, aber es hat ganz gut funktioniert. Ja. Und das ist auch eine Sache, die wir künftig, glaube ich, häufiger machen wollen, sobald wir alle wieder zusammenfinden können und gemeinsam irgendwo... Ist ja gerade nicht so leicht. Nee, ist nicht so einfach. Jule, was muss ich machen? Ich muss jetzt den Essig oder was muss ich heiß machen? Ja genau, also du bist schon fertig mit den Schalotten, ich ja noch nicht, ich musste ja gerade quatschen. Ich mache jetzt hier mal mit den Schalotten weiter und dann wirf doch mal einen Blick ins Buch und ich wollte dir noch kurz sagen, du hast ja vorher kurz gefragt, wie man den Buchtitel richtig ausspricht. Ja, das würde ich gern wissen. Ducasse Nature 2. Und das ist von Alain Ducasse? Alain, genau. Alain. Alain Delon, nur mit Alain Ducasse. Okay. Der Eindringling ist schon wieder in der Küche. Ich hab schon gehört. Oh, dass der jedes Mal. Also da kommen auch jedes Mal die Katzen vom Nachbarn drüben raus. Ne? Das ist echt eine Katastrophe. So, ich mache jetzt mal hier ein bisschen. Genau, ich guck mal ein bisschen ins Buch. Und zwar, ich mache jetzt hier. Also ich habe jetzt. Im Rezept steht drin Sherry-Essig. Ich habe kein Sherry-Essig. Ich habe eine schwangere Frau, die kann kein Sherry saufen. Deswegen. Ein Alkohol mehr drin. Ja. Ja. Mhm. Aceto de Balsamico habe ich reingeballert. Ist das okay? Ja, 100 Milliliter, 5 längliche Schoten habe ich klein geschnitten. Ich mache den warm, der ist schon warm. Das heißt, ich baller jetzt mal meine Schalotten da rein, wa? Meyers Kochtipps has entered the building. Markus, servus. Moin. Markus von Meyers Kochtipps ist am Start. Das freut mich sehr, das andere... Das habe ich noch nicht. Simon von Chefstaff ist auch am Start. Das freut mich immer besonders. Katze, lauf einmal durch, aber ganz schnell. So. Soll sich bei dir auf den Schoß setzen. Das freut mich immer sehr, wenn andere Kochkanäle da sind. So, ich habe das jetzt hier reingeschmissen, habe die Hälfte der Zwiebeln daneben geschossen. Ja, ist doch super. Und verrühre das... Was davon. Wie bitte? Dann hat der Kater auch was davon. Naja. So. Okay, und das muss jetzt einköcheln, steht in meinem Buch. Einkochen, ab und zu umrühren, bis der Essig fast vollständig verdunstet ist. Jawohl. Dann den Topf vom Herd nehmen und Öl einrühren. Okay. Und das Fenster öffnen. Gut. Weil sonst hast du nachher, sonst wird es vielleicht deiner schwangeren Frau schlecht. Okay, verstanden. Verstanden. So. Das ist jetzt die Vinaigrette, das ist die Schalottenvinaigrette, die haben wir jetzt angesetzt. Die köchelt jetzt 20 Minuten, weil die brauchen wir nachher für die Dips. Wir machen jetzt aber schon einen Dip. Da gucke ich in meinem schlauen Buch. Aubergine-Mayo. Aubergine-Mayo ist dran. So, für die Auberginen-Mayo, ihr seht das hier, habe ich schon mal eine Aubergine im Ofen bei 180 Grad eine Stunde gebacken. Die habe ich eingeschlagen in Alufolie, damit sie nicht so sehr braun wird und damit sie nicht so sehr viel Feuchtigkeit verliert. Ne? Guckst du? Ah ja, ja super, top. Deine sieht auch gut aus. Warte mal, meine ist so. Oh, sieht man das?
Ja, so. Ich habe übrigens, also ergänzend, ja, das ist richtig mit der Feuchtigkeit. Oh, es tropft auf meinen Rechner, naja, egal. Es ist jemand dazugekommen, dessen Name mir durchaus bekannt vorkommt, aber ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Na, sag mal. D-S-E-W-T-Z. D-D-D-Sifts? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob sie oder ein er ist oder ein Mädel. Ist auf alle Fälle immer auf allen Kochkanälen unterwegs. Kommentiert auch im Kochheldenkanal immer sehr regelmäßig. Ich freue mich, dass du da bist, egal ob du Männchen oder Weibchen bist. Und die Anke fragt, sie hat gerade erst angefangen mitzugucken, was kochen wir heute? Wir kochen heute Dips, und zwar Grilldips aus einem Buch aus dem Ducasse Nature. Zwei, ich hoffe, ich hab's. Yeah! So, warte mal, ich muss natürlich auf die richtige Kamera gehen. Ducasse Nature 2, das ist ein Buch vom Hedige Verlag. Im Stream unten live per Skype zugeschaltet ist die Co-Verlegerin, die Jule, von diesem Verlag. Sie ist eigentlich auch so ein bisschen verantwortlich für das, was wir hier jetzt machen, ne? Weil du bist ja für das Buch verantwortlich. Jule! Ja und nein. Also für das Buch, das hört sich jetzt an, als wäre ich alleine für dieses Buch. Nein, nein, das meine ich nicht. Das meinte ich nicht. Das Mysterium um sein Geschlecht hat sich, also ich habe es jetzt schon verraten, hat sich... Ach, ein R. Daniel. Macht Sinn mit dem D, aber hätte auch eine Dani sein können. Schön, dann haben wir das auch mal geklärt. Das freut mich. Schön, dass du auch jede Woche da bist, ne? Also das freut mich echt. Ich mache mal ganz kurz parallel. Die Aubergine, ich habe die, wie gesagt, die Aubergine habe ich im Ofen eine Stunde garen lassen bei 180 Grad. Die Jule hat das gleiche gemacht, die kocht nämlich parallel die gleichen Grilldips mit. Wir machen 4 verschiedene Dips, soweit ich weiß. Wir versuchen die relativ zügig durchzuziehen und an die Rezepte kommt ihr mit Sicherheit auch noch irgendwie ran. Ja, sicher. Das sind die Dip-Rezepte auf Mitzis Küchenblog, so heißt unser Blog. Ja. Setzen, natürlich. Und dann verlinken zu diesem tollen Video, was wir heute haben. Anna, also. Übrigens also. Ein sehr schöner Kommentar von dem Daniel. Ja. Ich muss nebenher auch noch schnell was in die Pfanne schnippeln. Hab leider komplett andere Zutaten, aber tu trotzdem so, als würde ich mitkommen. Das ist schön. Und die Orangina ist auch Nano da. Henry ist auch da. Genau. Servus. Sie fragt, ist Jule auch auf Instagram vertreten? Jule, das kannst du selber beantworten. Nochmal, was? Ob du auf Instagram bist, auf dieser... Ich persönlich bin auf Instagram als Weird Jule, aber wenn man Hedeke und dem kulinarischen Gedöns folgen will, einfach Hedeke eingeben. Also genau. Mit H-A-E-D-E-C-K-E und ich tipp's auch gleich nochmal in den Chat. Ja, oder vielleicht kann die Mirja oder der Simon kurz die Adresse. Ja. Du machst das gerade. So, ich entfleische mal kurz die Auberginen. Die haben jetzt natürlich ein richtig schönes, weiches Fleisch. Das packe ich mir in eine Schüssel rein. So. Oh ja, die sind besser als letztes Mal. Ja? Hast du gute erwischt oder wie bei deinem Gemüsehändler? Ja, das ist auch so cool. Das ist ein, also ich wohne ja jetzt inzwischen, wahrscheinlich stehen dann morgen die ganzen Menschen bei mir vor der Tür und möchten, dass ich für sie koche. Nein. Also inzwischen wohne ich in Leonberg. Das ist etwa so 10, 15 Kilometer entfernt von Stuttgart. Und unser Verlag ist aber noch ein bisschen weiter draußen, nämlich in Weilerstadt. Ja. Und in Weilerstadt gibt es einen sensationellen Feinkostladen, nennt er sich. Ist aber einfach auch vor allem ein Gemüseladen. Die haben auch Käse, ganz tollen und eine kleine Wursttheke und so. Und bei denen habe ich gestern angefragt, gesagt, ich brauche das und das und das und das. Und hat funktioniert oder was? Wie eine Eins? Hat funktioniert wie eine Eins. Ich darf jetzt einmal sagen, Fruchtkörble. So, Werbung. Das Fruchtkörble in Waldischer Stadt. Ja, die sind echt hier. Super. Hör mal, Jule, ich habe gerade Senf in eine Schüssel gegeben und da soll jetzt ein Eigelb dazu, dass wir die Mayo machen, oder? Genau, und beim Senf hatte ich dich ja schon vorgewarnt, halte dich an den Teelöffel, ja, also nicht mehr. Mhm. Weil du sonst, das Problem ist halt, je nachdem, was du für einen Senf hast, ja. Schmeckt hinterher die Mayo nur nach dem Senf und das wäre schade. Okay, also ein Eigelb dazu. Mirja, wolltest du was sagen? Die Orangina kommt aus Büffing. Ach. Guck doch noch. Halt, guck mal, du, gleich ums Eckle da. Böblinge. Böblinge.
Und es gibt ja diesen, jetzt müsste ich eigentlich sagen, wie, nicht aus Sendelfänger. Die was? Wie, nicht aus Sendelfänger. Aus Sendelfänger. So, warte mal, ich muss ganz kurz lesen. Eigelb und Senf in einer Schüssel verrühren. So, wahrscheinlich mit einem Schneebesen oder so, wa? Ja, oder einfach mit einem Löffel oder was auch immer du da hast zum Rühren, ne? Okay. Aber so ein glatter Schneebesen ist natürlich schon Ducke. Also, ich mache jetzt hier gerade die Mayo. Der ist übrigens, also Stichwort Generationen, der ist von meinem Großpapa. Wer? Ach, der... Der Schneebesen. Der Schnee... Ja, ich kann doch nicht die ganze Zeit bei dir gucken, Mensch, schreib mich doch nicht so an. So. Ich habe das jetzt... Und was soll ich jetzt einrühren? Ich soll jetzt hier Labneh untermischen. Pass auf, ich habe kein Labneh. Labneh ist libanesischer Frischkäse aus Joghurt. Habe ich nicht am Start. Ja, dann hast du möglicherweise einen Frischkäse, den wir nachher nochmal brauchen von anderen Dip, dann könntest du den nehmen. Pass auf, ich habe hier... Labneh hätte ich dir auch machen können, wenn du vorhin was gesagt hast. Ja, nee, wusste ich nicht. Pass auf, ich habe hier... Ich darf das nicht zeigen, ne? Was ist das? Ist das ein Frischkäse? Ja, ist ein Frischkäse. Ist egal, ich habe zwei verschiedene Frischkäse von diversen Firmen, die ich nicht nennen. Also ich habe, weil es ja ein bisschen Labneh eher auch was Orientalisches ist, habe ich jetzt auch mich für einen Schafsfrischkäse entschieden, weil Labneh kriegst du nicht so ohne weiteres, es sei denn, du hast halt so einen orientalischen Laden um die Ecke. Ja. Hat ja jeder. Ja. Und deswegen... das heißt, ich kann hier so ein Balance kann ich auch nehmen oder was? Oder Balance? Balance ist ja wenig Fett, das wäre ja gerade schad drum. Dann nehme ich Doppelrahmenstufe. Ja, bitte. Also. Will ich nicht, hier. Wir wollen in die Küche, Freunde der Sonne. Mit Sinnelfingen habt ihr da jetzt eine Diskussion gestartet. Oh nein. Nicht von da. Okay. Wie viel brauche ich? Ein Esslöffel oder was? Ein Esslöffel Labneh. Also das ist jetzt kein Labneh, das ist halt Doppelrahmenstufe. Labneh ist halt einfach ein bisschen trockener. Also wer es ganz genau machen will, der nimmt sich einfach vielleicht auch einen Quark oder einfach einen... jetzt habe ich das falsch gemacht. Ich habe das in die falsche Schüssel gepackt. Ich pack's mal kurz um. Genau, das kommt hier rein und das wird jetzt wieder verrührt mit dem Eigelb und mit dem Senf. Ja. Das geht mit meinem Schneebesen super, gar nicht. Naja. Jule, ihr habt einen Haufen Preise abgeräumt letztes Jahr. Ja, nicht das nur war die, auch sehr unerwartet und sehr schön. Ja, das war sehr schön. Also ja, nicht nur die Bücher haben diverse Preise abgeräumt, sondern auch der Verlag selber. Ja? Da gibt es zum einen, habt ihr den Deutschen Verlagspreis für Kochbücher gewonnen, ist das richtig? Nein, das ist nicht nur für Kochbücher. Der Deutsche Verlagspreis wurde letztes Jahr... Boah, ich bin nur froh, wenn ich wieder zum Friseur kann, ey. Deswegen trage ich eine Mütze, junge Frau. Ja, ich habe es mir auch vorhin überlegt, ob ich für dich extra eine Mütze aufziehe, aber ich habe jetzt keine so tolle gefunden. Ich brauche mal so eine Kochheldenmütze. Der Deutsche Verlagspreis wurde letztes Jahr zum ersten Mal verliehen. Und der wird verliehen für unabhängige Verlage, die im Jahr nicht mehr als 3 Millionen Umsatz machen. Ach. Und das war übergreifend. Also das hatte nichts nur allein mit dem Kochbuch zu tun. Das waren eben kleine unabhängige Verlage, ob Belletristik, Sachbuch, Ratgeber, Kunst, Design. Ja. Also alles am Start. Ja. Es gab dann quasi eine Vorentscheidung. Insgesamt haben sich 385 Verlage beworben beim ersten Mal. Okay. Es gibt ein Pendant übrigens für die Buchhandlung, also den Deutschen Buchhandelspreis gibt es schon ein bisschen länger. Mhm. Und ist schön, dass es jetzt für Verlage auch was gibt. Aus diesen 385 wurden dann etwas über 60 ausgewählt. Ein paar davon auch Verlage, die mehr Umsatz machen. Also du kannst dich trotzdem dann bewerben, aber kriegst halt keinen dotierten Preis. Ja, sondern bist einfach nur in Anführungszeichen. Ja, aber klingt doch gut. Also ich meine, und dann habt ihr ja nochmal was gewonnen. Das fand ich ja völlig abgefahren. Du bist zur Preisverleihung gefahren, habe ich gehört. Naja, also ich bin nicht nach Macau. Also die Preisverleihung für den Deutschen Verlagspreis, die war in Frankfurt auf der Buchmesse. Ja, und wir wussten es vorher nicht.
dass wir zu den drei Spitzenpreisträgern gehören, wären erstmal irgendwie quasi zu spät zur Veranstaltung fast gekommen, weil die nochmal eine sehr umfangreiche Taschenkontrolle gemacht haben und saßen dann da wie auf Kohlen und ich habe erst gedacht, weiß nicht, die haben uns vergessen oder was. Okay, und, warte mal, ja, ich schalte mal. Das war extrem überraschend. Naja gut, das ist ja meistens bei, also weiß man das denn bei Preisverleihungen immer schon, dass man das alles, dass man was kriegt? Eigentlich nicht. Ich erkläre mal ganz kurz, was ich noch parallel mache. Aber vorher möchte ich sagen, dass Miss Paperback schreibt, hallo Jule, mega geiles Food gibt's bei euch. Miss Paperback? Ja, das ist meine heldige Cousine, das ist die Jessie. Tag auch. So, ich sag mal parallel, was ich jetzt hier gerade mache. Ich habe jetzt hier eine wundervolle Mayo angerührt, wie so ein Bekloppter, mit einem Eigelb und mit was? Mit Senf. Und dann zerstoße ich gerade noch die Aubergine hier mit einer Gabel, dass das ein richtig schönes, feines Mousse wird. Aber ich vermute mal, dass ich es eh nicht ganz klein kriege, sodass es schon so ein bisschen stückig sein soll, ne Jule? Also, du hast ja gesagt, du hast einen Gitarmix. Ja. Oh, Werbung. Entschuldigung. Ja, also auf jeden Fall der, wenn du das dann da reingibst. Da rein, aber dann kriege ich das so alles nicht mehr raus. Das ist ja so wenig hier. Du halt doch einen Spatel, oder nicht? Soll ich jetzt einen Vitamix auspacken, oder was? Nein, brauchst du nicht. Also ich nehme dafür immer die Dinger, die kleinen, für den Stabmixer. Ah, das kriege ich doch. Sowas? Das kriege ich doch auch gehäckselt mit einem Zauberstab, oder nicht? Ja, kannst du auch machen, klar, mach ja, wieso, das. Zerdrücke ich denn das wie so ein Bekloppter? Mach du das mit dem Zauberstab, ich mach das hier mit meinem Dingsi. Mir ja was. Meyers Kochtipps fragt Jule, bist du Hobbyköchin oder gelernte Köchin? Gelernt, leider nicht gelernt. Nee, Hobby. Also ich komme tatsächlich von der Tütensuppe. Also ich habe ganz unten angefangen. Und hatte früher auch, wahrscheinlich war es irgendwie auch so das Aufbegehren in der Jugend, ne? Überall um mich herum wurde die ganze Zeit von Kochen gesprochen. Ich habe dann mich etwas verweigert und bin dann irgendwann selber drauf gekommen, dass das total Bock macht, selber zu kochen. Und ich bin vor allem inzwischen eine sehr begeisterte für andere Köchin. Also ich lade mich manchmal ein und koche dann für andere. Ja, das kann ich bestätigen. Jule, bei mir sind die Schalotten jetzt schon relativ weit runtergekocht. Ja, bei mir auch. Die kochen gerade ja in einem Essig, bei mir in einem Aceto de Balsamico ursprünglich, sollen die in einem Sherry-Essig eigentlich vor sich hin. Aber es ist noch nicht komplett weg, Jule. Nee, bei mir auch noch nicht, also es dauert noch ein bisschen. Okay. Ich bin ja auch noch nicht bei 20 Minuten. Nochmal bitte was? Wir haben, Miss Paperback so glücklich gemacht, die geht jetzt essen. Die geht jetzt essen. Und die Michelle Britz ist wieder da. Die kennen wir schon. Die wünscht nämlich einen schönen guten Abend aus Griechenland. Hallo, viele Grüße zurück nach Griechenland. Wo in Griechenland sitzt du denn? Marco Hess ist auch am Start. Marco, viele Grüße nach Sonneberg, nach Thüringen. Gut, ich berühre das. Ich berühre das jetzt. Ich berühre ganz kurz. Jule, erzähl mal von dem, ihr habt ja nicht nur den deutschen Verlagspreis gewonnen, sondern ihr habt noch einen anderen Preis gewonnen. Richtig, wir wurden im letzten Jahr ausgezeichnet zum besten europäischen Kochbuchverlag vom World Gourmand Cookbook Award. Hört man das noch, ja, ne? Ja. In Macau. Ja, da waren wir nur leider nicht. Ja, wieso das denn? Ja. Das habe ich dir vorher erzählt. Unabhängige Verlage mit unter 3 Millionen Umsatz. Gab's da keinen Sponsor oder was, ey? Nee, leider nicht. Okay, ich habe püriert jetzt. Jetzt muss ich die pürierten Auberginen in meine Mischung reinschütten. Ist das richtig? In die Mayo, die ich hier angerührt habe, ne? Sie redet nicht mehr mit mir. Ah, ist egal. Hört man, ne? Läuft. Ist egal. Hier wird gearbeitet. Also, ein Auberginen-Mayo-Dip ist das hier. Jawohl. Auberginen-Mayonnaise stellen wir gerade her. Ich kann kurz sehen, 5 Minuten ans Meer.
Ja. Boah. Den muss ich noch mit Salz abschmecken. Jetzt sind wir alle ein bisschen neidisch, würde ich sagen, oder? Ans Meer fahren, ey. Wenn ich rausgucke, sehe ich die Regenwolke. So, jetzt verrühre ich das mal. Seht ihr das? Soll ich das ins Nahe geben? Oder dass ihr da mehr von seht? Hey Jens, Fossi, alles klar? So, ich zeige euch das mal hier. Warte mal, so muss ich gucken. So. Das sieht gut aus. Warte mal, ich muss weiter weg, ne? Und jetzt hoch. Ach so, weiter weg und rechts? Oder wie war das? Nee, so, bei dir ist gut. Ja, bei dir sieht super aus. Bei mir sieht es, ja, weiß ich nicht, wie es aussieht. Also, eigentlich ganz nett. Jetzt müssen wir was noch machen? Jetzt müssen wir noch... Salzen. Salz muss ich noch. Wie viel Salz muss da rein? Salz steht dran. So viel, wie du Bock hast. Und dann noch Pimente Espelette. Genau, Piment d'Espelette. Heißt das so? Piment d'Espelette. Wo habe ich das denn? Piment d'Espelette heißt das bei uns. Pimente d'Espelette. Also, das Piment d'Espelette. So, jetzt steht hier aber keine Menge. Wie viel soll ich da reinmachen? Eine Prise oder was? Schätzelein, du sollst es eigentlich auch noch gar nicht unbedingt reinmachen, sondern wie im Rezept steht, oben drüber. Wie oben drüber? Ach so. Ach so. Mit Salz abschmecken und einer Servierschale füllen. Ah ja, okay. Düdüm. So viel zum Ich lese Rezepte. Dafür hast du ja jetzt mich. Also, das ist schon mal hier der Aubergine-Dip. Ich sag mal... Schreib, Hauptsache es schmeckt. Oh, das schmeckt ja ganz geil. Ey Jule, bei mir geht das fei, das kann man essen. Oh ja. Also. Ich hatte den letzte Woche mal probiert, der war irgendwie. Das lag aber echt dran, dass ich da wohl einfach keinen Frischkäse drin hatte. Aber das kann ich meiner Frau nicht geben, ne? Da ist ein Eigelb drin. Neu. Ha, Scheibenkleister, du. Jetzt musst du das ganze leckere Zeug selber aufessen. Hey, dreh durch, da vorne. Oh, geil. Ja, ist cool. Mm. Und das fülle ich jetzt in eine Schüssel, hast du gesagt. Ja. So, vielleicht nicht mit dem Schneebesen, ne? Machen wir damit. Nee, da ist schon wieder irgendein Scheiß dran. So. So, der Fossi ist auch da. Fossi, hast du schon gegessen? Oswald Fotodesign. Wer einen guten Fotografen braucht, kann sich da melden. Mein Gott, ich glaube, nächste Woche schreibe ich über den Stream Dauerwerbesendung. So, und hier, das Piment d'Espelette habe ich irgendwie andere Menschen auch schon total draufgebracht. Bitte? Sieht so aus, man kann es tatsächlich mal zeigen, weil in der Regel ist es halt französisches Produkt. Bekommt man nicht so häufig in Deutschland, leider, also im normalen Supermarkt eher selten. Ja. Und, aber im gut sortierten Gewürzhandel, wie es so schön heißt, auf jeden Fall. Bei mir sieht das so aus, guck mal. Warte, ja, ich kann ja nicht, ich muss, Moment, wir haben ja Verzögerung und dann gucke ich gleich. Stimmt. So, bei mir sieht das so aus. Wie man noch lernen, nicht wirklich? So, also wir können euch das nachher auch noch mal unten guck so. Ah ja, und dann das tust du jetzt da drüber krümeln oder was? Genau, einfach drüber krümeln. Das ist halt, das ist so eine Schärfe, die ist ein bisschen, ich würde mal sagen, eleganter. Mhm. So. Ja. Hoppala, klein Unterkagel, der Scheiß, du. So, hier. Zieht euch das... Ach, das seht ihr wieder nicht, wa? Hier, so. Jawohl, ich seh's. So sieht das aus, ein Auberginen-Mayo-Dip. Ja, kann man mal machen. Geht relativ zügig. Kann man mal machen, ja. So, den stelle ich hier schon mal hin, in der Hoffnung, dass es die Katze nicht futtert. So, einmal Nase putzen, einmal strecken und dann gehen wir zum nächsten Dip, Jule, oder wie? Ja, so können wir das gerne machen. Ich weiß ja nicht, wie das so bei dir ist im Kanal, aber ich würde mir jetzt mal einen Wein einschenken. Mach das. Ich habe auch einen hier stehen. Super.
Macht ihr euch daheim auch ein Weinchen auf? Falls überhaupt noch jemand da ist, ich weiß ja nicht. Guckt überhaupt noch jemand zu? Weiß ich nicht. Wenn ich so eine Frage stelle, antwortet meine Frau immer nicht, weil sie komplett irgendwas anderes liest und dann ist sie... Wo ist euch denn? Warte, wo bist du? Hier. Hier, zum Wohl. Zum Wohl, meine Liebe. Ein schöner Rheinhessen-Grauburgunder. Ah, ich habe hier aus Stuttgart. Stuttgart von einem meiner Freunde, der leider sein Weingut aufgibt. Oh, warum? Er schafft die Arbeit, weiß ich nicht, also mein, er schafft, glaube ich, die Arbeit nicht mehr alleine. Das ist sehr bedauerlich, sowas. Ja, aber er wird Geschäftsführer in einem anderen Weingut im Franken, in Volkach. In Franken? Auch nicht so schlecht. So, meine Schalotten wären durch, was mit deinen? Der was, der Herr Oswald ist pappsatt und kugelrund oder gesund, oder was habe ich jetzt? Beides. Fossi, ja, ich meine, so muss es sein. Jule, du hast auch irgendwas gebabbelt, was ich gerade nicht verstanden habe. Meine Schalotten wären durch, was mit deinen? Mhm. Moment. Warte, ich zeig sie dir. Man wünscht dir von allen Seiten Prost. Vielen Dank, Prost. Lasst euch schmecken. Was trinkt ihr denn? Bierchen, Wasser, Wein? Moment. Der Daniel schreibt, er ist in so vielen Kochstreams, weil er Startschwierigkeiten hat, seit er jeden Tag zweimal Essen auf den Tisch zaubern muss. Ah. Sobald er Bock bekommt, nimmt er das Tablet mit in die Küche. So, seht ihr das? Also die sind jetzt relativ gut einreduziert. Die Schalotten. Hier ist die Frage, ist das eine Art Pfeffer? Ich glaube, es geht um den... Nein, es ist eher eine Art Chili. Das ist eine Art Chili. Ja, also man sieht hier die auf der Verpackung. Warte mal, ich schalte dich groß. Warte, immer mit der Ruhe, ja? Ja. So, jetzt. Läuft. Also hier auf dem Gläslein sieht man, das sind die Piment, die Schoten. Ne? Also das sind einfach auch so ähnliche Chili-Schoten. Und die machen auch scharf, aber wie gesagt, eben so ein bisschen runder, finde ich. Ich finde das auch sehr, sehr lecker. Wir haben das immer da. Wir haben sogar zwei Packungen, zwei verschiedene. Weil immer, wenn wir das irgendwo sehen, holen wir uns das tatsächlich. Lass mich da reingucken in dein Toppes. Ja, also ich habe, glaube ich, noch ein bisschen mehr Flüssigkeit, aber das macht, glaube ich, nichts. Nö, das macht nichts. So, warte mal, ich schalte dich wieder in die Küche. Und ja. Was, Jule, was machen wir jetzt mit der Vinaigrette? Jetzt kommt Öl dazu. 100 jetzt Milliliter gutes Olivenöl. Ja, genau. Geiles Bio-Olivenöl und nicht alles auf einmal schön. Nach und nach, sodass das emulgiert oder was? Genau so. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Also das hier im Topf, wir haben jetzt gerade eben Aubergine-Mayo gemacht und hier im Topf entsteht eine Schalotten-Vinaigrette mit einem Sherry-Essig beziehungsweise Aceto de Balsamico haben wir genommen. Jetzt geben wir etwas gutes, hochwertiges Olivenöl nach und nach dazu und reiben das, wir rühren das mit einem... Am besten mit dem Schneebesen, würde ich sagen, ja, sodass genau. Bis das emulgiert. Das sind ungefähr 100 Milliliter. Von dem Aceto Balsamico haben wir auch 100 Milliliter genommen. Und das sind beides Rezepte, sowohl das Avocado, die Avocado, die Auberginen-Mayo, als auch diese Vinaigrette, die wir jetzt hier gerade machen, sind aus dem Buch vom Hedige Verlag. Ja. Warte mal, ich mach mal groß für dich. Warte, bleib da. Ah, er sieht aus wie ein dunkler Topf halt, ne? Ja, super, ne? Ja, ich mach jetzt mal Ich mach mal, pass mal auf, ich mach mal, ich hol mal ganz kurz die Kamera, dass man das mal sieht. Vor allem ja. Ist der Topf hinter dem Skype-Bild. Ach, der Topf ist hinter dem Skype-Bild. Warte, ich mach mal sowieso etwas Durchsichtiges rein und gut. Ich nehme jetzt mal die Kamera und zeige euch mal meinen Topf. Man da was? Sieht man nicht, ne? Jetzt brauchen wir ein bisschen Licht. Also, das ist so eine richtige eingekochte Masse dann, ne, bei mir. Ja, genau. Gut. Hoppala. Gleich wieder alles runter. Okay. Oh, lecker. Gut. Du sagst lecker? Ja, also lecker, weil
Klar, ihr hattet jetzt zwar keinen Sherry-Essig, aber also das Coole an den Rezepten von Ducasse ist für mich, also es sind ja keine Sterne-Rezepte. Es sind ja tatsächlich Rezepte für zu Hause, aber mit der Erfahrung eines Sternekochs. Ich wollte gerade sagen, die Dinger sind ja sau einfach. Ja, und vor allen Dingen, was ich total geil finde, Jule, muss ich sagen, in diesem Buch sind die Rezepte sortiert nach Jahreszeiten. Das heißt, du schlägst vorne auf, geht's mit dem Frühling los und dann sind die Rezepte sortiert nach Minuten. Rezept 15 Minuten, Rezept 30 Minuten, Rezept 1 Stunde, Rezept 2 Stunden. Ja. Und das für die Sachen, die es saisonal im Frühling gibt und dann gibt es ein Kapitel Sommer, Herbst und logischerweise auch Winter. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Ja, ich finde das auch super. Oh, ist das lecker, die Vinaigrette. Ja, ne? Alter. Also, oh. Das ist so simpel, aber so geil. Lecker. Richtig geil. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Was machen wir jetzt? Wir machen noch einen Dip, oder? Also ich habe jetzt die Vinaigrette für mich auch mal ganz kurz kühl gestellt. Hä? Habe ich damit auch. Damit wir die gleich besser verarbeiten können, weil wenn die zu warm ist, das ist dann nichts. Ja. Hör mal. Wenn du kannst, kannst du es auch in Eiswasser stellen. Ach so. Muss die kalt sein oder was? Naja, also wenn du frische Kräuter, und das machen wir ja dann gleich, verarbeitest und du hast dann so eine heiße Vinaigrette dabei, das ist nicht ganz so gut. Ja, also ein bisschen abgekühlt sollte es schon sein. Wo soll ich denn jetzt Eiswasser hernehmen, hör mal? Vielleicht einfach ein Gefäß mit saukaltem Wasser und dann die Eiswürfel, die du eigentlich für deinen Drink für später gepachtet hattest. Ich habe eine Lösung gefunden, ich muss aber erstmal was trinken. Der Sohn von Michelle, Leonidas, ist 6 Jahre alt und wünscht Kalispera. Kalispera! Guten Abend. Ah, Mensch. Was hast du als nächstes hier auf dem Plan? Ich muss mal kurz gucken. Also ich habe jetzt hier einen Sauerampfer-Dip auf dem Plan. Aber ja, ganz ehrlich, sollen wir den nicht überspringen und zum Minze-Dip gehen? Ich weiß, dass jemand nur wegen des Sauerampfer-Dips zuguckt. Oh. Ja? Ja. Wer denn? Du oder was? Nee. Okay, dann machen wir Sauerampfer-Dip. Deine Familie. Hä? Deine Familie. Meine Familie guckt zu wegen dem Sauerampfer? Ich sehe ja die WhatsApp-Nachrichten. Ah, okay. Sauerampfer-Dip, ja, dann musst du aber Sauerampfer draußen holen. Ich glaube, du musst Leonidas 6 und Maria 9 einmal grüßen. Wie? Leonidas und? Maria. Leonidas und Maria, viele Grüße nach Griechenland. Hi Leonidas, Maria. Viele Grüße nach Griechenland. Wie viel Ampfer brauchst du? Also hier steht 250, brauchen wir 250 Gramm Sauerampfer, sag mal. Gib mir eine Schere, ich regel das. Pass auf. Ich lieg jetzt mal und dann... Alter, was soll ich 250 Gramm sauer? Ich habe da draußen Sauerampfer angebaut, aber... Ja, guck mal, das hier sind 230 Gramm. Ach du Scheiße. Also, Schatz, du musst da schon einen Busch holen, irgendwie, so ein bisschen dann was. Dann mach halt die Hälfte. Oh Gott, ey. Naja, gut, okay. Ich rede das. Thema Griechenland. Ich kann Griechenland übrigens für Reisen sehr, sehr, sehr empfehlen. Jetzt müsste wieder Dauerwerbesendung oben drüber stehen. Wir waren schon so oft in Griechenland und haben da sehr viele geile Foodreisen gemacht. Da gibt es auch Videos auf unserem Kanal. Wir waren zum Beispiel in Athen und haben eine Food-Tour durch Athen gemacht und die besten Sachen in Athen getestet. Wir waren auf einem Food-Trip in Tinos. Das war auch sehr, sehr cool. Da gibt es auch ein Video davon. Und jetzt überlege ich gerade, ob es noch irgendwas gab. Ein Food-Festival in Tinos haben wir besucht, genau. Da waren wir noch in Santorini, aber das ist ja Touri-Nummer, ne? Ohne Ende. So, Sauerampfer-Dip. Jule! Jawohl! Was muss ich machen? Mit Essig versetztes Wasser aufkochen. Ja. Eier darin 6 Minuten weich kochen. Ernsthaft jetzt, oder was? Ich höre nicht so schlecht, mein Wasser auch ist auch. Genau, einfach mal Wasser. Wie viele Eier brauche ich? Wie viele Eier sollen es werden? Naja, wenn du jetzt nur
für 120 Gramm Sauerampfer sammeln willst, dann machst du halt nur ein Ei, ne? Ein Ei. Wie viel hast du gesammelt? Gib mir mal. Oh. Rhodos und Kreta sind hier übrigens sehr beliebt. Ich gebe dir diesen Ampfer, aber nur wenn du dazu den Leidensweg, den dieser Ampfer in den letzten Wochen beschritten hat. Ja. Ich zeig den Ampfer mal ganz kurz. Das ist kein normaler, gewöhnlicher Sauerampfer. Das ist ein Blutampfer. Dieser Blutampfer ist bei uns im Garten angebaut, im Hochbeet. Und er wird jede Nacht malträtiert von einer Bande Waschbären. Sie buddeln ihn jede Nacht aus, ja, und legen ihn daneben. Ich finde, ja, das völlig irre, dass bei euch Waschbären unterwegs sind. Zwei Jungs sind das, die rennen hier rum. Die kommen die Treppe runter, gehen zu meinem Sauerampfer, zu meinem Blutampfer, buddeln den aus und legen den neben das Hochbeet. Ey, jede Nacht, ohne Scheiß. Und auf der anderen Seite sind auch Pflanzen drin, aber die lassen sie in Ruhe. Ja, an die Minze gehen sie nicht ran. Okay, spannend. Also es ist, ja, scheiße Jule, jetzt habe ich nicht gewogen, aber das sind 200 Gramm. Schatzi, ich brauche nochmal zwei Eier, würdest du mir zwei Eier geben, bitte? Kommen da wieder rohe Eier rein? Ja, da kommen wieder rohe. Nee, gekochte. Eier. Ich muss die Eier mit Essig versetzen. Wie viel Essig brauche ich? Da steht nichts drin, wie viel ich da brauche. Schuss, Schatzi, Schuss. Was, ein Weißweinessig oder was? Egal. Egal. Ja, Weißweinessig, sonst sehen sie hässlich aus. Wo ist denn hier Weißweinessig? Apfelessig? Ist das die Dumme? Der Daniel fragt, wie schmecken denn Waschbären? Wie schmecken Waschbären? Nee, Weißweinessig ist in so einer eckigen Flasche. Das ist Rotweinessig. Das ist Rotweinessig? Alter, ich wär ja gelacht. Also mal, Uhrguck ist schon wieder kurz vor 8, ne? Oh, scheiße, in einer Viertelstunde kommen schon wieder Promis unter Palmen. Oh. man muss... Wir müssen Gas geben. Diese Waschbären, die sind zwar fies und die machen ganz schön viel kaputt, aber die sehen so possierlich aus. Ja, toll. Bei mir machen sie alles am Arsch hier. Das ist. Oh, wenn ich so viele Sachen sage, ey, dann kriege ich wieder Ärger mit YouTube. Ja. Würdest du mir ganz kurz einen Gefallen tun? Ja, was denn? Könntest du diesen Ofen da hinten auf 250 Grad Ober- und Unterhitze einstellen? Das mache ich, mein Schatz. Was wird denn hier schon wieder gemacht? Brot. 250 oder was? Jo. Volle Möhre. Oh, Brot! Ja, Brot. Wir backen schon wieder Brot. Kommt übrigens demnächst auf den Blog. Nur mal so nebenbei. Diese Woche noch Sauerteig selber herstellen. Für Dummies. Sauerteig für Dummies. So, jetzt muss ich mal ganz kurz lesen. Mit Essig versetztes Wasser aufkochen, Eier darin 6 Minuten weich kochen. Eine Schüssel mit kaltem Wasser und Eiswürfeln bereitstellen. Erhältst du mir was von Eiswürfeln? Da steht nichts bei der Zutatenliste. Eier darin abschrecken, Eier pellen, danach in eine Schüssel mit einer Gabel zerdrücken. Das kriege ich hin. Ich brauche eine Schüssel. Nee, ich mach das so, ich mach das ohne. Ich brauche aber erstmal was zum Trinken. Habt ihr alle daheim was zum Trinken? Sind noch welche da, oder? Gertrude wollte mal Hallo sagen. Oh, Gertrude, ist das dein Sauerteig? Hier freuen sich alle ganz fies, dass mir offensichtlich heute Promis unter Palmen verwehrt bleiben. Ja, was soll ich da sagen? Meyers Kochtipp schreibt, der Ofen ist bestimmt für die Pizza zum Abendessen. Markus, ich glaube nicht. Ich glaube, heute wird schon irgendwas noch gegessen. Na, da hinten steht ja das Beweisbrotkörbchen. Ach so, ja. Sollen wir das mal zeigen, oder was? Ist das denn... Der ist schon drin, oder? Nee. Wo ist der denn, der Teig? Da, steht er. Da, sag ja. Ach so, ja, im Gärkörbchen ist er drin. Seht ihr den? Warte mal, ich gehe mal hier auf die Kamera. Was machen wir hier, Schatz? Das ist was? Roggenbrot, ne? Das ist ein reines Roggenbrot, ja. So, nicht, dass der Simon von Chef Stuff wieder denkt, wir haben unser Brot gekauft. So nicht, mein Freund. Oh, jetzt hier, die Marion bietet uns an, wenn sie gute Rezepte braucht, dann können wir uns bei ihr melden. Das waren die griechischen Rezepte? Brot. Brot? Für Brotrezepte sind wir immer offen. Der Sauerteig von Jule ist aber noch sehr jung. Ja, ist er. Aber er kann schon was.
Er kann schon was, er kann schon alleine laufen. Ey, Jule, trinkst du eigentlich mit? Ich bin gleich besoffen. Entschuldigung. Prost. Zum Wohl, meine Liebe. Zing, zing. Ah. Jule. Ja? Bevor meine Eier hier kochen. Wie ist denn das bei dir? Wie macht ihr das denn im Kochbuchverlag? Was? Wie entscheidet ihr? Also erstmal, ihr habt ungefähr 150 bis 180 Titel, glaube ich, im Sortiment. Ja, gesammelt über die Jahre. So, die aber aktuell zum Verkauf sind, ne? Ja. Okay, das heißt, wir können vielleicht auch mal die Earl einblenden vom Hedige. Das ist hedige-shop.de. Oder Hedige mit Umlaut. Hedige mit Umlaut. Geht auch. Geht so, warte mal, ich muss mal ganz kurz die Eier reinschmeißen hier. Genau. Auf was wollte ich hinaus? Wie entscheidet ihr, was als nächstes kommt? Was ist das nächste Thema für ein Buch? Das ist eine Mischung aus Beobachtung des Marktes und Bauchgefühl. Okay. Das heißt, also Beobachtung, bei Beobachtung des Marktes, da reden wir davon, Trends aufspüren, Innovation. Ja, genau. Also nach Trends gucken, was im Ausland so passiert, durchaus gucken, was auch in den Küchen passiert. Also ich schaue nicht, weil dann bin ich ja eigentlich schon zu spät. Also ich schaue nicht bei den anderen Verlagen, mache ich zwar zur Kontrolle, aber ich schaue jetzt nicht immer zwingend bei den anderen Verlagen, ob die das schon halt haben. Weil wenn die das schon haben, sind eh zu spät. Macht ja auch absolut Sinn, ne? Genau. Und ich schaue mich einfach um, was... Ja, also was auch immer nachgefragt wird. Ich sehe ja auch zum Beispiel, was bei uns gesucht wird auf dem Blog. Ne? Ja. Was die Leute gucken, beziehungsweise merke auch dadurch, dass ich selber regelmäßig koche und jetzt ja auch nicht High-End koche, sondern wirklich stinknormale Küche zu Hause mache, was mir so auf den Nägeln brennt sozusagen. Was du selber gerne isst. Ach, spiel das tatsächlich rein? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay. Also wir sind so ein kleiner Verlag, das unterscheidet uns natürlich auch so ein bisschen von den größeren Verlagen, dass wir, also klar, wir müssen auch gucken, dass wir unsere Bücher verkaufen, gar keine Frage. Aber wir haben trotzdem den Mut, dann auch mal Themen zu machen, die jetzt nicht unbedingt jeder andere Verlag so machen würde, weil es uns einfach persönlich wahnsinnig interessiert und wir das Thema einfach super finden. Das wollte ich gerade sagen. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist das Miso-Buch. Ja? Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Das Miso-Buch, das ist ein Buch, das ist ja ein absolutes Nischenthema. Ja. Hat aber auch was mit Trends zu tun. Richtig. Und das habt ihr zusammen mit einer Bloggerin gemacht. Ja, mit der Claudia Zaltenbach haben wir das zusammen genau. gemacht. Genau. Also sie wird nicht zugucken, denke ich mal, aber wenn sie zuguckt oder falls sie es im Nachhinein sieht, viele Grüße. Ja. Sie hat auch schon ein neues Buch, habt ihr auch schon zusammen gemacht. Da geht es um Tofu. Richtig, ja. Auch sehr cool. Von daher... ihr seid da schon offen für Neues und auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, ich sag mal, die jetzt nicht schon 30.000 Kochbücher gemacht haben, ne, sondern... Ja, die wird auch, also sagen wir mal so, es gibt natürlich auch manchmal Autorinnen und Autoren, die zu uns kommen, die schon viele Kochbücher gemacht haben und die jetzt endlich mal eins machen wollen, das sonst keiner machen würde. Ja. Das passiert natürlich auch und da freuen wir uns immer sehr drüber. Aber klar muss den Autoren dann auch klar sein, dass wir halt ein kleiner Verlag sind und entsprechend die Honorarvorstellungen nicht unbedingt dem entsprechen, was mit großen gezahlt werden kann. Ja, oder es sind natürlich auch durchaus Autoren, also mir fällt immer auf, die Autorinnen und Autoren, die in letzter Zeit zu uns jetzt gestoßen sind und in unserem Programm sind, wir teilen einfach eine unfassbare Liebe zum Genuss und haben einfach total Bock drauf, auch neue Dinge zu entdecken. Ja, aber das ist ja beim Essen eins der wichtigsten Dinge, oder? Also ja, richtig. Und halt auch auszuprobieren und auch Dinge mal zu mischen und auch nicht zu dogmatisch zu sein. Und einfach, wenn man halt für, es gibt ja auch diesen Begriff, dass man für was brennt. Ja, ich finde den immer so ein bisschen krass, weil mit Feuer hat das nicht so viel zu tun, aber wenn man einfach wahnsinnige Lust drauf hat, das auch anderen Leuten mitzuteilen, das verbindet uns halt. Mhm. Und dafür setzen wir ja auch von beiden Seiten entsprechend was ein, was nicht unbedingt in Geld zu wiegen ist. Ne?
Und ja, das eint, glaube ich. Und die Bücher werden halt wirklich auch richtig schön, muss ich sagen. Das sind halt echt ganz tolle Sachen. Was ist dein Lieblingsbuch aus eurem Verlag? Hast du sowas? Ja, also ich kann nur sagen, aus welchen Büchern ich viel koche. Ich koche tatsächlich viel aus dem Miso-Buch. Ich habe auch Toko für mich entdeckt, musste aber noch etwas tiefer in die Entdeckungsreise gehen. Ja. Aus Dukas Natur 2 koche ich auch persönlich sehr gerne. Texas Barbecue, ich habe auch gesagt, ich würde mein Lieblingsgrillbuch verraten heute, das ist Texas Barbecue, okay. Da grill ich nur draus, also ich war auch vorher nie der Grillmaster und nachdem wir dieses Buch gemacht haben, dachte ich, yeah. Ich glaube, das habe ich auch, oder? Ich glaube, das habe ich. Auch, ja. Ich glaube, das habe ich auch. Ich finde ja, das Ding. 6 Minuten von den Eiern sind um. Bei mir noch nicht, bei mir sind es noch 2. Ja, ich war schon dabei. Was soll ich mit dem, also ich bin gerade dabei, die Stiele von dem Sauerampfer abzuschneiden. Muss ich den hacken oder? Ja, der muss ja. Ich habe den klein gezuppelt. Okay, also der muss, also ich muss den schon klein machen, ne? Ja. Okay. Also es sind halt, da gibt es auch aus dem Feuerfestbuch, habe ich auch schon ein paar Sachen gemacht von der Lisa Hartl, die ist auch Bloggerin und der Wilde Gartenküche ist die unterwegs. Bashoku ist auch echt ein Liebling von mir, ist ein Buch zur japanischen Küche. Also Asien ist schon auch so ein Ding, wo ich gerne mich aufhalte, wenn ich koche zu Hause. Ja, also ich koche mich schon immer ganz gerne quer durchs Programm tatsächlich und mache es auch manchmal so, dass ich die Kochbücher aufmache und nicht immer so streng nach Rezept koche, sondern... Ich finde das Kochbuch, wie heißt das? Killing Me Soufflé? Ja. Finde ich super. Eine super Idee. Ja. Das ist ein Kochbuch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon zu viel Sauerampfer... Also nur mal ganz kurz nebenher, neben dem Gebabbel, was wir hier machen. Es gibt gerade einen Sauerampfer-Dip. Ich habe den Blutampfer klein geschnitten. Das sind ungefähr 230 Gramm. Ich habe immer noch ein bisschen mehr da hinten liegen. Vielleicht sollte ich das auch noch machen. Ich habe eine Schalotte dazu gepackt. Genau. Und dann... Ah ja, das sind meine 6 Minuten von den Eiern. Die Eier sind jetzt fertig. Die hole ich raus, schreck sie ab und dann werden sie verdrückt. Also nicht verdrückt, sondern also gegessen, sondern kommen hier rein. Ja. Ich mach das mal eben. Ja. Erzähl mal was über das Killing Me Soufflé Buch. Das finde ich so mega. Ja, ist es auch. Also Killing Me Soufflé ist ein Buch, das haben wir entdeckt bei einem englischen Verlag vor einigen Jahren auf der Buchmesse. Und normalerweise, also in London, und normalerweise ist es so, du gehst dann eben bei den Fragen frei und sie stellen dir dann unterschiedliche Bücher vor. Und dann stand dieses Buch im Regal und wir haben gefragt, ja, warum stellt ihr uns das denn nicht vor? Und dann meinten die so, ach, nee, das ist wohl nichts für den deutschen Markt. Und dann haben wir dieses Buch angeguckt, aufgemacht, also meine Schwester und ich, und haben wirklich ab dem ersten Rezept, haben schallend angefangen zu lachen, haben wahrscheinlich die gesamte Buchmesse unterhalten. Es sind Rezepte, deren Titel sich eben anlehnen an Songtiteln und die entsprechend von der Köchin interpretiert worden sind. Das Buch ist von einem australischen Autor, der auch die Illustrationen gemacht hat. Das sieht dann wieder da. So aus. Es ist halt ein Buch ohne Fotos, es ist nur illustriert und ist das Beste aus Rock, Pop und Hip-Hop und Soul und R&B, was man halt so kriegen kann. Und es gibt ein paar kleine Vortexte auch bei den Rezepten. Beispiele: Take on Me Goreng, Living on a Pier, Glazed and Confused, Knocking on Oven's Door. Das ist ein mariniertes Lammkarree mit Honig, Wurzelgemüse. Dann gibt es Pita Sweet Symphony, das ist eine Lammköfte in Pita-Taschen. Ach, du hast sogar da. Ja, klar, das ist auch eins meiner Standards. Das ist für mich so ein everyday Kochbuch. Also wenn ich mal gar nicht weiß, wo ich reingucken soll, gucke ich immer hier rein. Ja, also das ist auch ein Buch, was ich echt sehr empfehlen kann. Das ist auch echt sehr gut. Gibt es denn vielleicht noch ein paar Fragen an die Jule aus dem Chat? Vielleicht habt ihr noch eine Frage. Wie kommt man an ein Kochbuch ran? Also jetzt, wie macht man vielleicht ein Kochbuch? Oder wie spreche ich zum Beispiel am besten einen Verlag an? Wäre ja vielleicht, also das würde mich zum Beispiel interessieren, gibt sicher einen Haufen Kochkanäle hier auf YouTube. Wie kommt man als YouTuber an ein Kochbuch ran? Was wäre clever, einen Verlag anzusprechen? Oder wie macht man das am dümmsten, Jule? Also
ganz ehrlich, einfachste Nummer wäre mal anzurufen. Du meinst also dieses altmodische Ding? Dieses altmodische Ding mit dem... Ja, ja. Natürlich gerne immer in Verbindung mit einer Mail, wo man kurz erklärt, was man vorhat, welches Thema einem vorschwebt. Ja. Am besten mit einem kleinen Inhaltsverzeichnis. Wer hat und noch vorher eben auch kein Kochbuch rausgebracht hat, gerne mit Rezeptproben, damit man eben auch beurteilen kann, ob das Ganze Hand und Fuß hat. Ja. Also das sollte schon nicht einfach so hingerotzt sein und sagen, hey Leute, ich will gerne ein Kochbuch machen. Nee, also so für, ne? Ich bin sollte, man sollte sich schon Gedanken dazu machen. Gemacht, das funktioniert bei uns zumindest nicht so gut. Ja. Und man sollte auch bitte vorher einfach mal schauen, was macht denn der Verlag, also es muss ja jetzt nicht unsere sein, aber was macht denn der Verlag, den ich da anspreche, überhaupt für Bücher? Ja. Also ich bekomme halt manchmal Mails von Menschen, die ganz viele Follower haben und überzeugt davon sind, dass es auch ganz gut wäre, dass sie ein Kochbuch machen und schlagen mir dann ein Thema vor, das einfach überhaupt nicht zu uns passt. Ja? Und das ist halt, das funktioniert dann nicht. Ne? Also wir müssen ja schon irgendwie schauen, dass wir es auch glaubhaft verkaufen können. Ja. Ich mache es dann meistens so, wenn ich die Mails kriege und ich ungefähr ein Gefühl dafür habe, antworte ich auch und sage, wäre vielleicht cool, ihr würdet es mal bei dem und dem Verlag gucken, ja. Ich glaube, das ist besser. Aber trotzdem, also ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn man sich halt wirklich auch kennenlernt. Und mir ist es auch total wichtig, weil die Arbeit, die Zusammenarbeit, die dann hinterher passiert, ist einfach eine sehr enge. Ja. Und da muss man auch klar sagen, ist es echt entscheidend, ob einem die Nase passt oder nicht. Ja, weil wir halt sehr viel Zeit miteinander verbringen müssen, bis dieses Buch auf den Weg kommt und vielleicht auch nicht immer einer Meinung sein werden. Und deswegen ist es gut, sich einfach kennenzulernen bei sowas. Das macht ja auch absolut Sinn. Das ist ja, ja. Echt ein längeres Projekt. Wir machen ja auch gerade mit einem anderen Verlag ein Kochbuchprojekt, nicht unser eigenes. Warte mal, ich muss auf die andere Kamera. Sondern für jemand anders. Und da verbringen wir einfach auch schon jetzt, mehr ja, lass mich lügen, ein paar Monate schon mittlerweile mit denen. Also ursprünglich war ein Monat geplant, jetzt sind wir, glaube ich, bei ziemlich glatt zwei. Ja. Ich möchte ganz kurz bemerken, dass sich eine lustige Dynamik im Chat entwickelt hat. Es ist nämlich eine Brotdiskussion ausgebrochen. Okay. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Marion angeboten hat, wer ihr eine E-Mail schickt, dem schickt sie ihre Brotrezepte. Ach, das ist ja schön. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Und mit wie viel muss man rechnen? Was meint ihr mit rechnen? An Honorar oder Zeitaufwand? Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Ganz kurz, viele Grüße Warte kurz. An Mary. Die hat nämlich schon Teller und Besteck bereitgelegt. Mary, du bist schon bereit zum Essen oder was? Weil ich nämlich, ich noch nicht ganz. Warte mal, nee, also ich habe nichts zu Honorar gefragt, Jule. Nee, Markus hat gefragt. Also er hat gefragt, mit wie viel man rechnen muss. Die Frage ist etwas kryptisch gestellt. Okay, Markus, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer definieren. Oder Jule, was brauchst du, um irgendwie darauf zu antworten? Naja, ich muss halt, was er meint mit rechnen. Also wie viel Zeit er aufwenden muss oder wie viel Geld er glaubt zu verdienen. Also das mit dem Geld... Also wenn man jetzt Food-Fotografen fragt, die werden einem direkt sagen, mit Kochbüchern verdient man kein Geld, da haben sie recht. Das ist halt, ja, es ist ja nämlich schon klar, es ist ja, keiner macht das umsonst, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen überzogen und ein bisschen zynisch, aber es ist natürlich im Vergleich bei Fotografen beispielsweise, im Vergleich zur Werbefotografie ist es halt nicht so viel, wie sie eigentlich normalerweise für Shootings an einem Tag kriegen, das ist einfach ein bisschen anders gerechnet bei Kochbuchverlagen. Bei Autoren ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist. Es gibt Verlage, die geben ein Festhonorar. Es gibt Verlage, die beteiligen die Autoren an den Verkäufen. Da gibt es unterschiedliche Prozentsätze, je nach Verlag. Ja, Das ist auch immer ein bisschen davon abhängig, was man selber als Autor glaubt, wie viele Bücher halt verkauft werden. Ne? Also was man dann, dann ist halt, muss man sich halt überlegen, ist denn jetzt quasi, wäre ein Festhonorar für mich besser? Weil es ist eh ein Buch vielleicht mit einer Kleinauflage, wenn der Verlag es überhaupt anbietet. Also wir bieten das beispielsweise eigentlich nie an. Ja? Also wir machen schon Verträge, die sind auch normal, die eben mit einer Beteiligung der Autoren dann aufgesetzt sind. Teilweise gibt es auch für Fotografen solche Regelungen. In der Regel wollen die aber natürlich einen festen Betrag, den sie von uns bekommen für die Buchproduktion. Und man muss halt auch sagen, wenn wir Eigenproduktion machen, es werden halt auch alle Bilder tatsächlich richtig nachgekocht und nur für dieses Buch geschossen. Ja?
Also das ist schon auch ein erheblicher finanzieller Aufwand für den Verlag. Und letztendlich darf man natürlich auch nicht vergessen, bei allem Schönen und Guten, wir wollen ja alle davon leben. Und dazu erkläre ich auch immer ganz gerne die normale Handhabung bei Büchern. Bücher haben überall feste Preise. Es gibt also keine Buchhandlung, die das Buch jetzt billiger anbieten kann als die andere, sondern überall kosten Bücher dasselbe. Es gibt unterschiedliche Rabattierungen. Und in der Regel ist es so, dass die Rabatte, die gegenüber den Buchhandlungen gewährt werden, irgendwo zwischen 30% und 40% liegen. Das heißt, davon, von den 60%, die da übrig bleiben, im besten Falle, muss der Verlag quasi all die Kosten tragen, nur um das mal so ein bisschen transparenter zu machen, was eben für diese Bucherstellung notwendig ist. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich wollte gerade sagen, das ist auch immer so ein bisschen eine Verhandlungsgeschichte zwischen Autor und Verlag. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Abrechnungsmodalitäten. Ja. Es ist zum Beispiel so, macht der Autor tatsächlich die ganzen, also bleiben wir mal tatsächlich im YouTuber-Bereich, macht zum Beispiel der YouTuber seine Rezepte selber? Liefert er die Rezepte vom Aufbau, vom fertiggeschriebenen komplett an oder muss noch jemand eingesetzt werden, der da das komplette Zeug nachkocht? Sowas, das ist eine Frage. Dann ist sicher eine Preisfrage Fotos. Die Fotos müssen natürlich dem Standard und der Qualität oder dem Qualitätsanspruch des Verlages natürlich auch genügen, wenn denn der YouTuber die selber macht. Meistens machen das Food-Fotografen, die dafür gebucht werden oder Food-Agenturen. Jule, du unterbrichst mich, wenn ich irgendwas falsch erzähle. Und davon hängt das natürlich ab. Gibt es ein Gesamtpaket, was man als YouTuber gleichzeitig Autor, gleichzeitig Fotograf diesem Verlag verkaufen kann? Oder aber ist es so, dass noch bestimmte Dinge zugekauft werden? Weil es ist ja, hört ja auch nicht beim Rezept auf. Es hängt ja noch das Lektorat dran, es hängt das Design dran, die Druckerei hängt mit dran. Also es ist ein ganzer Ball an Kosten, der da zusammenkommt. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn wir wieder bei YouTubern bleiben, wie viele Follower hat er? Wie viel, denkt man zum Beispiel, kann man verkaufen allein über seine Follower? Wenn du natürlich 3 Millionen Follower hast, hoppala, dann kannst du eine ganz andere Auflage fahren, als wie wenn du jemand bist, der halt 30.000 hat oder 6.000 oder 3.000. Dann brauchst du. Und ich sag ganz ehrlich, wenn jemand so viele Follower hat, dann sollte er auch durchaus überlegen, ob er die Bücher halt auch selber verkauft und nicht das nur über den Buchhandel geht. Ja? Gibt's ja auch verschiedene Deals. Ja. Und da ist es auch, also das ist natürlich auch für Verlage eine äußerst schöne Lösung, ganz klar. Ja. Ich habe jetzt gerade die Frage nochmal nachgelesen. Es ging darum, ob ein Autor in Vorkasse treten muss. Ach so. Es gibt Verlage in Deutschland, die darum bitten, dass Autoren auch was dazu beitragen, dass ein Buch produziert wird. Es gibt hin und wieder bei uns Produktionen, wo wir sagen, wir können dieses Buch nur machen, wenn wir wissen, so und so viele Exemplare X sind schon fest verkauft. Okay. Es gibt ja manchmal auch Themen, wo das auch klar ist und wo das auch gut funktioniert. Wenn es, ich sage jetzt mal, touristische Themen sind, kommt es häufiger vor. Ja. Und wenn dann die Kontakte entsprechend gut sind bei den Autoren und die sagen, ja klar, kein Problem, das kriegen wir hin, unsere Kontakte sind so super, wir können auf jeden Fall einen Teil der Auflage selber verkaufen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auch Buchproduktion umzusetzen, aber wenn wir ein Thema spannend finden, sagen wir jetzt nicht so, liebe Autorin, lieber Autor, jetzt hätte ich gerne mal 5.000 Euro, dann können wir loslegen. Also das, es gibt Verlage, die das so den Autoren, das ist so im belletristischen Bereich, manchmal häufiger anzutreffen, also bei sogenannten, ja, das sind Zuschussverlage, das sind auch für mich ehrlich gesagt, ja, ich finde das nicht toll, wenn man das so macht. Ja, das ist, geht auch zu tief, glaube ich. Ich glaube, das geht zu tief. Aber ich kenne das aus meinem eigenen Postfach auch, dass man gerade als Blogger und ziemlich sicher auch als YouTuber wahnsinnig oft dieses Angebot bekommt: Mach du doch ein Buch in kompletter Eigenleistung und wir drucken es dann für dich und dann kriegst du 2 Euro pro verkauftes Buch davon. Das sind in der Regel Halbabschneider. Aber das ist wahnsinnig. Kann man das sagen? Also wir haben so eine Anfrage bestimmt alle 2 Monate im Postkasten. Ja.
Sollte man nicht machen. Also Senf ist dazu, Cornette ist übrigens auch mit dabei. Wer ist dabei? Senf dazu. Senf dazu, liebe Grüße an deinen Kochkanal. Der schreibt auch, richtig gute Kochbücher zu finden, ist auch gar nicht so leicht. Also Bücher, die man immer wieder in die Hand nimmt, weil sie einfach nur gut sind. Ja, absolut. Ich bin auch sehr bestätigt. Absolut, ich hoffe, man absolut. Wird bei uns fündig. Ich denke auch, also schaut euch mal das Portfolio von Hediger an. Das sind so schöne Dinger dabei. Also ich habe, boah, ich glaube mir ja, wie viel Kochbücher haben wir vom Hediger Verlag? Bestimmt 20. Ich würde sagen, dann 20 Kochbücher alleine vom Hediger Verlag. Das ist oft auch einfach so. Wir haben Phasen, in denen wir bestimmte Bücher tatsächlich sehr oft rausholen. Ja. Die dann jahrelang wieder verstauen, damit wir sie dann plötzlich wieder vorholen. Absolut. Absolut. Ich will euch ganz kurz, dass es auch noch ein bisschen ums Kochen geht, nur ganz kurz erklären. Der Sauerampferdip, den wir gerade machen. Ich habe, wo kommt denn der Weißweinessig dazu? Ach zu so. Zu den Eiern. Hä? Zu den Eiern. Ach so, den habe ich, okay, genau. Also ich habe zwei Eier, die hier so einsam rumliegen, in Wasser mit Weißweinessig aufgekocht, 6 Minuten lang. Ich habe hier Blutampfer oder Sauerampfer. Ungefähr 200 Gramm in diesen Bottich reingehauen. Ich habe eine Schalotte dazu gegeben. Ich habe 30 Gramm Frischkäse Doppelrahmenstufe dazu. Jetzt kommen hier die Eier dazu. Also so. Jawohl. Und jetzt ist das eingetreten, was ich schon befürchtet habe. Mein Mixer kann das nämlich nicht. Was heißt, der kann das nicht? Nee, der ich versuche das jetzt. Wir mixen das jetzt. Ich versuche das mit dem Zauberstab einfach, oder? Ja, mach du mal lieber den Zauberstab. Ich habe ja jetzt den Versuch gestartet, meinen Stand nicht so lang zu machen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ihr seid übrigens grausam. Warum? Du musst die ganze Zeit zugucken, während ihr kocht. Da riecht das alles. Achso, du kannst keine Eier? Nur Sachen, die ich nicht essen kann. Wieso, den kannst du doch essen? Das sind gekochte Eier. Ja, ich habe den nicht durchgekocht. Achso, schade. Ja, fies. Jule, bei mir geht das. Promis und der Palm hat auch angefangen. Ja. Du bist? Also die Frage müssen wir mal in den Chat kurz stellen. Ich weiß nicht, ich sehe den Chat ja nicht. Ist noch jemand da im Chat und sollen wir noch einen Dip machen oder sollen wir? 18 Personen. Also sollen wir noch einen Dip machen oder? Die Michelle ist übrigens extra sogar ganz. Ach. Die hat ihre Kinder abgefüttert. Ich muss das hier reinfüllen. Warte mal, was muss ich noch machen? Ich habe das jetzt püriert. Ach, ich muss Olivenöl noch dazugeben. 7 Esslöffel Oliven. Wo ist denn mein Olivenöl? Hier. Warte mal, ich schalte wieder auf die große Kamera. Da muss ich Olivenöl dazugeben. Oder woher soll ich denn das wissen? Jule sagt ja nichts. Das ist ein Esslöffel. Ist das richtig? Soll ich da jetzt echt? Wie viel muss ich denn da reingeben? 7 Esslöffel dazugeben mit Salz und Pfeffer, eventuell etwas Essig würzen, fertigen Dip zum Servieren in den Kühlschrank stellen. Ich will den Dip essen und ich. Ich glaube, die zählen gerade im Chat durch. Was zählen sie durch? Wer noch da ist? Habt ihr Spaß im Chat? So. Hey, Jule, findest du... Alter Falter, also das sieht schon gefährlich aus hier, das Zeug mit dem Sauerampfer. Aber geil, oder? Geil. Bei der Michelle gab's Süßkartoffelrösti. Boah, geil. Ey, das sieht ganz schön gefährlich aus, das Zeug, Jule. Ja. Das sieht ja aus wie... Also... Ja, sprich. Ich weiß ja nicht. Was genau meinst du mit, ich weiß ja nicht? Das sieht so... Der Daniel schreibt, er würde keine weiteren Kochbücher kaufen. Er schaut er die immer nur mit den Bildern an und die Inspiration holen. Und danach macht er einfach, bis es passt.
Das Schöne ist, dann muss ich jetzt nicht, dass wir ein ganzes Zimmer voller Kochbücher. Wir haben ungefähr, ich glaube, 200 Kochbücher bei uns. Ich brauche noch ein bisschen Essig, würde ich noch reinpacken. Jule, hast du noch was zum Trinken? Zum Wohl. Nein, Glas leer. Hilfe. An den Chat. Hoch die Tassen. Prost, Leute. Wo ist denn jetzt die Flasche? Hilfe. Die steht da hinten. Die zählen echt durch im Chat. Das finde ich super. Was zählen die denn durch? Zement. Was? Wieso denn Zement? 1, 2, 3, 4. Wie viel noch da sind, oder was? Schön. Marco schreibt, es sieht aus wie Zement, was du da machst. Alter, das sieht wirklich aus wie Zement. Jetzt pass mal auf. Mary muss gehen, sie hat zu viel Hunger jetzt gekriegt. So, jetzt bin ich soweit. Prost. Warte, wo ist mein Glas schon wieder? Zum Wohl, warte mal, ich gehe hier auf den. Müllerschön. Jolet, Prost. Ich finde es sehr schön, dass du heute da bist. Es ist ein sehr lustiger Abend. Auch. Tut mir leid, dass ihr Promis unterhalten verpasst. Na, tatsächlich, nach letzter Woche muss man es eigentlich boykottieren. Ey. Steht da nicht so im Thema. Oh. Alter, mit dem Eiern, ey, das ist ja schon geil. Aber sieht tatsächlich aus wie Zement. Ja. Ey, Jule, hübsch ist das aber nicht. Also... Ja, und? Jetzt sieht es außen an der Schüssel genauso aus. Aus wie innen. Jule, pass auf! Zieh es dir rein. Also, ich weiß ja nicht, was ihr für Zement habt zu Hause, aber der hier ist echt grün. Wieso ist denn deiner so grün? Ja gut, vielleicht liegt... Du hast ja Blutampfer gehabt, ne? Ich hatte nur... Du hast den, ja, Blutampfer. Ja, stimmt, ich hatte so... Aber, also geil schmecken tut's, ne? Ja. Sieht halt nur scheiße aus. Ja, bei dir jetzt. Bei mir sieht's gut aus. Die Michelle hat heute Abend übrigens auch Lamm aus eigener Haltung gegessen. Lamm aus eigener... 60 Schafe, um die sich aber der Mann kümmert. Das war wieder Griechenland. Ja. Und das ist so gut. Ich glaube, wir müssen wieder nach Griechenland. Michelle, wo war das? Du siehst Kofu. Du willst aber nicht verraten, wo du wohnst, ne? Hast du Angst, dass wir vorbeikommen? Bild und Ton werden sehr gelobt. Das war auch ein hartes Stück Arbeit. Schön. Da möchte ich vielen Dank sagen an den Simon von Chefstaff. Der hat heute den Nachmittag geopfert, um mit mir hier diesen Stream einzustellen. Vielen Dank. Folgt dem Kerl mal, der hat einen sehr, sehr schönen Kochkanal. Dein Dip ist so zementig, ja, weil die Stängel vom Blutampfer ja rot sind und die Blätter sind grün. Ja. Und was passiert, wenn du im Tuschkasten roten Grün mischst? Ja. Ist das jetzt eine Weisheit von dir oder ist das wieder von Markus? Das ist eine Mischung aus Weisheiten von mir und Markus. Okay. Hast du gehört, Jule, warum ich hier Zement habe? Achso, ich bin auf der falschen Kamera. Hä? Stängel und so. Genau. Stängel und so. Und es wird verlangt, dass der Markus nochmal einen funktionierenden Stream bekommt. Ist Markus noch da? Weiß ich nicht, ob Markus das nochmal machen würde. Übrigens, nächste Woche, Mittwoch. Mir hängt Blutampfer zwischen den Zähnen. Es tut mir leid. Nächste Woche, 6. Mai, ist Julian da. Julian von Let's Cook. Wenn denn die Technik funktioniert, ne? Gut, ich habe meinen Beton gemischt. Markus, das letzte Mal nicht funktioniert hat, lag nicht an dir. Wir haben heute alle Fehler ausgemerzt, weil er gerade schreibt, er hat nicht. Achso, er ist gefragt worden, wann er einen Livestream macht. Einen ja, okay. Achso, Markus. Also, einem weiteren Auftritt bei uns steht definitiv nichts im Wege. Genau, Markus, du bist sehr gerne nochmal eingeladen hier im Livestream. Jetzt funktioniert das, du siehst das. Und wann gibt es bei dir den nächsten Livestream, wenn schon die Frage gestellt wird? Okay, Jule, ich mach mal parallel weiter. Markus kann ja schreiben, wann er was macht. Michelles Wohnort ist, wenn man im Internet nach Flügen schaut und Preveza findet. Ah, okay. Muss ich gucken. Habe ich keine Ahnung von, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem Ort wohnt sie eine Stunde entfernt. Ah, okay. Also wir waren echt schon so viel in Griechenland. Wir waren in Rhodos, wir waren in Kreta, wir waren in Athen, wir waren in Tinos, wir waren in Santorini. Also, wir kommen gerne wieder nach Griechenland. Wir lieben Griechenland. Über Santorini haben wir auch schon Buch gemacht.
Okay, wir finden einen Termin mit Markus, dann machen wir hier... Ich muss mich jetzt mal kurz ins Bild schleichen. Ja, komm mal rein. Dies ist meine wunderschöne Frau. Ich mache den Otto. Das ist meine wunderschöne Frau. Heute im Flanner-Look. Zusammen mit dem kleinen... Ich habe gerade Hausschluppen angelassen. Mit dem Bauchzwerg. Was hast du angelassen? Die Hausschluppen. Soll ich dir mal was zeigen, Jule? Ja, bitte. Du hast Turnschuhe an und deine Tennissocken hochgezogen, mein Freund. Hallo? Okay. Ich muss mal kurz das Brot in den Topf stoßen. Mach das mal. Boah, da kommt aber eine gute Wärme hier. So, Freunde der Sonne, kurze Frage an den Chat. Sollen wir noch einen Dip machen? Wir haben jetzt eine Vinaigrette. Wofür haben wir die Vinaigrette gemacht? Na, für die nächsten beiden Dips. Ach so, wir müssen auf jeden Fall noch einen Dip machen. Wir machen jetzt einen Minze-Dip. Ja, sehe ich auch so. Minze-Dip. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn wir noch ein bisschen kochen. Wenn ihr diesen Dip hier verwenden könnt. Warte mal, ich schalte dich groß. Ja. Was ist das? Zeig mal her. Pass auf, ich habe ihn jetzt auch schon in ein Gläslein abgefüllt, also den kann man schön dann auch im Kühlschrank lassen. Und der passt super zu Bratkartoffeln. Finde ich echt, glaube ich, eine richtig geile Kombi. Schön Bratkartoffeln dazu. Okay. Und ich finde auch, er passt natürlich beim Grillen, weil davon hatten wir es ja. Ich finde, der ist auch ein sehr schöner, dezenter Gemüsedip. Oh, geil. Also wenn du Grillgemüse hast. Ich finde, man kann den super zu Pilzen servieren. Mhm. Ja, genau. Das nur mal so, damit ihr auch wisst, wofür das ist. Jetzt habt ihr verpasst, wie ich durch die Küche gehüpft bin. Und du warst gar nicht im Bild, glaube ich. Man nimmt dich übrigens in Schutz. Zu Corona-Zeiten darf man alles tragen. Oh, also, danke. Hallo? Also, ey, die Küche sieht schon wieder aus wie die Sau, ey. Ich sag's euch. Wer putzt die denn wieder? Okay, Freunde, Minze-Dip. Seid ihr noch dabei oder geht ihr zu Promi unter Palmen? Machen wir noch einen Minze-Dip? Meyers Kochtipps steigt jetzt aus, wünscht aber noch viel Spaß. Markus, hau rein. Wir WhatsAppen. Ihr macht jetzt gefälligst noch einen Dip, den ich essen kann. Okay, wir machen jetzt noch einen Dip. Minze waschen, trocknen, Blätter zupfen und Standmixer geben. Schatz, ich brauche einen Bund Minze aus dem Garten. Würdest du mir eine Minze holen? Ich hatte leider keinen Garten und auch keinen Balkon, aber ich habe hier wunderhübsche Minze in Töpfchen bekommen. Okay. Wie sieht so aus? Das Dorf von Michelle heißt Mesopotamos. Mesopotamos? Das klingt wie Mesopotamien hier. Wie heißen die diese Viecher? Wie viel Minze brauchst du? Weiß ich nicht. 2 Bund steht hier. Einfach ein bisschen. Mach mit einem Bund. Hä? Oh, weißt du was? Ich habe die Anchovy-Filets vergessen. Nein! Nein! Die hättest du nicht essen können? Wieso nicht? Das hättest du essen können. Sind das nicht Fische? Anchovies. Was sind Anchovies? Ja, das sind Fische, aber keine rohen. Ja, aber für einen Vegetarier ist das ja trotzdem doof. Ihr miesen Leute! Okay. Was ist denn in dem Sauerampferdip, dass du den nicht essen kannst? Ein Ei, 6 Minuten. Ja, die sind aber doch gekocht. Ja, aber keine 11 Minuten. 6 Minuten Ei ist nichts für Schwangere. Weil das ist ja weich. Okay, also pass auf, dann mache ich jetzt den Minze-Dip und du machst den anderen. Okay, ich sag mal, Minze-Dip, liebe Freunde, wenn ihr einen Minze-Dip machen möchtet, dann solltet ihr Minze verwenden und ein paar Anchovy-Filets. Ich lese das mal eben hier aus diesem Buch, aus diesem Ducasse Nature 2, de Don. Was lachst du da? Minze waschen. Minze waschen, trocknen, Blätter zupfen. Ja, natürlich. Einen Moment. Wer will mich schon sehen? Warte mal, hier, Jule in groß. Jule, du bist in groß, du bist voll drauf. Ja, das ist schön. Du erklärst jetzt, wie der Minze-Dip geht. Also, Minze waschen bedeutet wirklich nur ganz kurz nass machen, weil wenn das zu lange nass ist, dann geht halt auch der schöne Geschmack irgendwie weg. Also kurz in das frische Wasser halten, trocken schütteln. Dann die Blättchen abmachen, dann brauchen wir Anchovy-Filets. Ich habe jetzt tatsächlich Sardellenfilets, finde ich, geht aber genauso gut. Hey, warte mal, Jule. Ja. Ich gehe mal kurz pinkeln. Übernimm mal den Stream. Jens. Super. Und ihr braucht auf jeden Fall noch ein Zitrönchen dazu. Was kommt noch rein?
Schalotten-Vinaigrette, richtig, dafür haben wir die ja gemacht. Die hole ich jetzt mal eben aus dem Kühlschrank. Der Jens geht einfach aufs Klo während dem Livestream. Ich fass es nicht. Es ist unglaublich. Und, ich habe ja auch noch angekündigt, ich würde sagen, was ich mal hier kurz verlauten lassen, welcher Dip für mich auf keinen Fall beim Grillen fehlen darf, ist in der Tat die Barbecue-Soße aus dem Texas Barbecue. Weil die mache ich wirklich bei jedem Grill, meistens auch zu viel. Ich kriege immer Schelde jetzt schon wieder so viel übrig. Aber die ist wirklich richtig gut. Also hier, für den Minze müssen wir mal kurz nass machen. Und auch sehr schnell gemacht. Da ist Tomatenpassata drin, da ist Sojasauce drin, da ist Wurstelsauce drin, Kreuzkümmel ist drin, getrocknete Ancho-Chili, also richtig tolles Zeug. Und wer Lust drauf hat, den kann ich auch nochmal posten, den Link bei Gelegenheit und das Rezept auf dem Küchenblog verwenden. Aber das ist für mich ein echtes Must-Have beim Barbecue, weil ich im Prinzip auch alles da reinschmeiße. Also, oder alles damit esse, ob das jetzt die Kartoffeln sind, das Gemüse vom Grill oder das Fleisch. Also ein Barbecue-Söschen muss schon sein. Was schreibt der Gens da dazwischen? Er ruft, ob alles funktioniert. Ja klar, funktioniert alles. Hat er die Klotür etwa offen? Nein. Er hat ein Organ. Ah ja, gut. Okay, ja, das mit dem Organ, das scheint irgendwie in der Familie zu liegen. Ja, also ihr macht einfach die Blättchen ab, die Stängel brauchen wir in dem Fall gar nicht. Und das ist jetzt halt einfach eine Zuppelarbeit, das könnt ihr mir jetzt bald zugucken. Und den Minze-Dip mit den Anchovies tut mir, ich bin ja schon auch saublöd, dass ich nicht mal auf vegetarisch jetzt geachtet habe. Also ihr könnt ihn auch machen ohne diese Anchovies drin oder ohne Sardellen. Ich bin wieder da. Müsst ihr einfach gucken, dass ihr vielleicht von der Salzmenge das hier ein bisschen anpasst. Ihr könntet auch beispielsweise, das wäre jetzt so für mich noch eine Alternative, irgendwie das mal versuchen mit vielleicht einem geräucherten Tofu noch zu erweitern. Was würdest du denn nehmen statt Anchovy-Filet? Anstatt von Fischen? Ich bin wieder da übrigens. Ich habe mir die Hände gewaschen. Ja, anstelle von... Ich habe also auch ich habe die Mairübchen mitgebracht und ich habe auch den Meerrettich. Ich weiß gar nicht, wofür wir den brauchen, aber... Ja, es wird ja ein Dip, ne? Es wird ein Dip. Und Anchovies sind ja einfach nur... Naja, das... Salzig. Das ist ja wie ein Geschmacksgeber. Ja, die sind salzig. Ah, Sardellen zum Beispiel, halt Matthias oder so, die püriert man ja auch ganz gerne mit rein. Lasst euch nicht von dieser Handbewegung irritieren. Ich hab's. Ihr macht einfach Miso rein. Ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt irgendwo bei Miso oder Sojasauce oder sowas in der Richtung. Ja, genau. Soll ich das jetzt trotzdem machen, den Minze-Dip oder was? Nein, du machst den anderen. Ich mach den Minze-Dip, du machst den anderen Dip. Ich mach diesen Mairäppchen-Dip? Okay. Ja. Ist denn noch jemand da im Chat? Könnt ihr mal kurz durchzählen? Ja. Echt jetzt? Ey, haltet ihr das so lange aus, wenn wir hier so viel Quatsch machen oder was? Das ist ja Wahnsinn. Gut. Ich mach den Mairüben-Dip, hieß es. Ja. Alter Falter, warte mal, da muss ich aber den erstmal aufschlagen. Jens, ich habe gerade hier was mit Lasagne-Cooking gesehen. Hast du eigentlich schon diese hippen Kochhandschuhe? Was habe ich? Hast du diese hippen Kochhandschuhe? Seit Paris Hilton Lasagne gemacht hat, muss man doch jetzt Handschuhe tragen. Oh Gott, ja, dieses Video habe ich gesehen, ey. Ist das nicht geil? Es war schon sehr witzig, ne? Aber sie hat das ernst gemeint. Das ist das Schlimme daran, ne? Ja, aber sie hat ja auch gesagt, sie würde wieder eins machen. Hast du noch mal eins gesehen? Nee, ich folge Paris Hilton nicht. Moment mal, ihr guckt Promis unter Palmen, aber folgt Paris Hilton? Das sind zwei verschiedene Dinge. Mein linkes Auge juckt übrigens. Ja, Prost. Ja, Prost. Bei mir ist schon... Oh, sag mal, du säufst aber auch wie ein Loch, ey. Ich habe die halbe Flasche schon. Wie sieht denn das bei dir aus? Wir sind hier live, das ist ein... Weite Glas und ich mache das ja auch nicht randvoll. Das ist ein Fitness-Food-Kanal hier. Ich kann nicht die ganze Zeit Alkohol trinken. Oh. Also ich hab noch bestimmt zwei Drittel in dieser Flasche drin. Ich weiß ja nicht, wie schnell du trinkst. Naja, ich habe hier. Wo sind wir denn da? Ich hab hier. Ja, schön, dass du hier da bist.
Hälfte habe ich. Okay. Gut, habt ihr Fragen im Chat an die Jule? Also so schnell kriegt ihr nicht wieder die Möglichkeit mit einer Verlagschefin. Nein, du bist ja im Endeffekt eine Verlagschefin mit deiner Schwester Simone. Viele Grüße, falls sie zuschaut oder es im Nachhinein sieht. Ja. Einfach ein paar Fragen zu stellen, die euch wichtig sind. Also, ne, könnt ihr. Ich habe die Fragen schon alle beantwortet. Wie bitte? Daniel schickt 99 Cent. Daniel, vielen Dank. Für diese 99 Cent werden wir den nächsten Livestream, die nächsten Lebensmittel finanzieren. Vielen, vielen Dank. Also ich meine, das ist ja, ihr könnt euch das ja nicht ungefähr, also was wir hier rum, ich zeig, soll ich euch mal zeigen, wie das hier aussieht? Soll ich das mal zeigen? Ja, mach doch mal. Sei mal mutig. Also es ist tatsächlich halt so, dass das jetzt nicht ganz so wenig ist, was hier rumsteht. So, pass mal auf. Versuch mal, so wenig wie möglich von der Wohnung zu zeigen. Hier, Moment, ich muss mal hier gucken. Hier kommt ein LAN-Kabel hoch. Ja, das sind 30 Meter LAN-Kabel, die haben wir heute hier hochgelegt. Hier befindet sich ein Rode-Mikrofon. Dann sind hier, hier und hier LED-Panels, die diese Küche hell machen. Dann ist hier... Moment, ich hänge irgendwo. Ja, da links komplett. Alle hopp, so. Dann haben wir hier den Rechner stehen, ne? Dann haben wir hier hochtechnisches Werkzeug. Applaus, so. Hier seht ihr, da steuere ich dieses ganze Zeug drüber. Hier drüber steuere ich die verschiedenen Szenen, die ihr seht. Ja, das war's schon, ne? Also so viel war es jetzt gar nicht. Aber, ich meine, das muss natürlich auch alles irgendwo ein bisschen finanziert werden. Und das ist ja alles privater Shit, den wir hier machen. Der Daniel schreibt, er möchte dich ja symbolisch auf ein halbes Bier einladen. Oh, vielen Dank. Das nehme ich gerne an. Hier ist eine Frage, die ja gerade nichts mit dem Stream zu tun hat. Ja. Bei deinem Bananenbrot-Rezept, wenn man das Rezept ausdruckt, stehen 2 Bananen. Im Video sagst du aber 3. Wie viele soll man nun nehmen? Das ist eine gute Frage. Du hast tatsächlich 3 genommen und es war super mit 3. Ja, 3 Bananen? Und wo war es nur mit 2? Auf dem Blog. Auf dem Blog, dann ändere ich es auf dem Blog. Wird morgen auf dem Blog mit 3 Bananen drin stehen. Echt, habe ich da nur 3? Weil das hängt manchmal damit zusammen, dass ich die Rezepte, die schreibe ich, dann koche ich sie einmal Probe, dann drehen wir ein Video dazu und dann meistens so 1-2 Tage später oder einen Tag später schreibe ich dann den Blogbeitrag dazu. Der beste Beweis, warum man ein Lektorat braucht. Danke. Ja, gut, aber ich bin ja kein Verlag, ne? Na, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass wir finden, dass ein Rezept mit einer kleinen Abwandlung besser wäre, ja, als es ursprünglich war. Und dann schreiben wir es einfach. Aber es ist natürlich, ja klar, in der besseren Form kommt es dann auf den Blog. Das passiert dann auch, wie zum Beispiel bei dir mit dem Sauerteig. Wir haben ein Sauerteigrezept auf dem Blog bei Mirja, küchenchaotin.de. Jetzt haben wir den Sauerteig aber verbessert in einer wesentlich geileren Form. Und der kommt jetzt als Video am Donnerstag. Sollen wir am Donnerstag den Sauerteig raushauen? Dann könnt ihr einen Sauerteig ansetzen, könnt den selber gären lassen und könnt eure eigenen Brote damit kochen. Das ist eine ganz geile Sache. Und dann gibt es eine Verbesserung und der kommt dann auch wieder auf den Blog. Aber wie gesagt, 3 Bananen haben wir da genommen. Also 3 Bananen, ich werde es morgen auf dem Blog abändern. Noch eine Frage. Vielen Dank für den Hinweis. Ja? Knoblauchzehe, Keim rein oder Keim raus? Oh, das ist eine Frage. Also ich habe eine Weile habe ich den Keim rausgeholt, weil der Keim ist der Part, der dafür zuständig ist, dass du so sehr wahnsinnig nach Knoblauch stinkst. Wenn du den Keim rausmachst und den nicht dabei hast, bin ich der Meinung, dass du nicht ganz so arg nach Knoblauch stinkst. Ja? Das ist bei der Zwiebel übrigens auch so. Wenn er die aufschneidet und in der Mitte diesen Keim rausholt, dann ist das nicht ganz so schlimm. Jule, hast du eine Meinung dazu? Ja, da habe ich eine Meinung zu. Bei frischem Knoblauch würde ich den ignorieren. Und bei tatsächlich getrocknetem Knoblauch mache ich ihn auch raus, weil auch nicht nur die Geschichte mit, also wobei das glaube ich die persönliche Wahrnehmung ist und ich habe ja nie den Vergleich, ob man jetzt nur mehr stinkt oder weniger stinkt bei der Knoblauchzehe. Ja. Aber ich finde, dass bei so fortgeschrittenen Keimen, also die dann auch so grün werden, wird es einfach schneller bitter als
als sonst. Deswegen mache ich die bei dem getrockneteren Knoblauch auch aus. Gibst du mir mal die Schere? Ja. Vielen Dank. Es gab Komplimente zur Küche. Es gab Komplimente zur Küche. Wir haben sie auch sehr gern. Wie bitte? Wir haben sie auch sehr gern. Die Küche? Und Kochente sagt, moin Leute, wie geht's? Hey, Kochente. Hat gerade auch einen Stream hinter sich. Ich wollte gerade sagen, bist du denn schon fertig mit Streamen oder was, Kochente? Normalerweise bin ich von dir so Streams 8 Stunden, 6 Stunden oder so gewöhnt. Dass du vor mir fertig bist, ist ja irgendwie ungewöhnlich. Es ist jetzt 20.42 Uhr. So lange habe ich noch nie gestreamt. Wir wollten um 8 fertig sein, aber naja. Ich hab's dir aber gesagt jetzt, ne? Ich sag mal, solange da noch Leute zugucken, machen wir. Ja. Ich mache jetzt einen Rübchen-grünen Dip. Ich muss die Stielenden von... Oh, ich bin schon besoffen, ey. Oh. Die Stielenden von den grünen Blättern des Rettichs entfernen. Ja. Und den Rübchen, das ist kein Rettich. Immer noch nicht. Okay. Und ich brauche jetzt... Ja, erzähl weiter. Ja, danke. Der Esslöffel hier reingetan, plus die Fischfilets dazu, Anchovy. Ich habe, wie gesagt, Sardelle genommen. Auch okay, müsst ihr halt beim Nachsalzen ein bisschen aufpassen. Und Zitronensaft dazu und eben diese Minze. Die Minzeblättchen hier. Und jetzt werde ich das auch mit dem Stabmixer mal ein bisschen klein kriegen und wird wahrscheinlich genauso grün wie der Sauerampfer. Also eine ähnlich grüne Geschichte. So, ich bin wieder hier. Ich habe jetzt mal die Mairübchen von dem Grün entfernt. Und ich muss jetzt mal lesen. Ey, es sieht aus hier wie die Sau. Aber egal. Kochente schreibt, wir haben heute mal nur 2,5 Stunden etwas runtergebracht. Okay, was hat Kochente heute gekocht im Stream? Und wann startet dein Stream immer? Klein hat nur in den Standmixer geben. Ich muss jetzt mein Grün. So, das macht der Julian irgendwie besser, ne? Der hat hier so eine eigene Cam für seinen Schnickschnack. So. So, und das packe ich jetzt in den Standmixer. Freunde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich noch eine Ladebuchse habe. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Ladebuchse noch für den Mixer habe. Haben wir da noch was? Michelle liebt Knoblauch. Oh ja, wir auch. Michelle, Knoblauch. Wir haben auch ein Leben lang auf die Quarantäne gewartet. Nur um jeden Tag eine Knolle Knoblauch zu kaufen. Wir futtern so viel Knoblauch, ey. So, ich packe jetzt in den Standmixer. Da kommt jetzt hier, was kommt da rein? Da kommt jetzt das Blattgrün rein. Von den Rübchen, das sind Mairübchen. Vielleicht sind auch noch ein paar Sauerampferblätter dabei vom Kochbrett, das könnte auch sein. Kochente schreibt, heute gab es Kartoffelsuppe und Fenchel-Kamillen-Risotto. Deine Streams sind immer Montag und Mittwoch um 18 Uhr. Ey, du streamst an zwei Tagen, alter Falter. Nicht so schlecht. Was, Montag und Mittwoch und was, um wie viel Uhr? 18 Uhr, ja, muss ich mal reingucken. Montag hast du natürlich harte Konkurrenz. Da streamt um 18 Uhr auch der Julian von Let's Cook. Und Mittwoch hast du noch härtere Konkurrenz, da streame ich. Spaß. Marco Hess lobt euer Durchhaltevermögen. Marco? Ich lobe dein Durchhaltevermögen, dass du noch dabei bist. Hast du dir schon ein Bierchen aufgemacht oder was? Wie geht's dir? Also bist du... Hab ja gehört, du bist nicht ganz so gesund zurzeit. Aber ich hoffe, dass es dir bald besser geht. Gute Besserung an der Stelle an Marco. So, warte mal kurz. Jetzt muss ich mal hier das Rettich... Sag mal, Jule! Ja? Komm mal her, guck dir das mal an. Ja, Moment. Ich habe so viel von den Rübchengrün jetzt. Ist das, ja. Ist das richtig? Ja, das gut. Das ist viel, ja, das ist viel. Mach ich weiter, weil ich muss aber erstmal was trinken. Hm. Zum Wohl. Prost! Prost, du auch. Ach so, ich auch, ja. Ich werde jetzt
Meerrettich schälen und reiben. Oh, das wird ja anstrengend, Alter. Meerrettich. Deswegen habe ich ja gesagt, du sollst den Rübchen mitmachen. Hast du gesehen, was die mir an Meerrettich verkauft haben heute? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, hier, guck mal. Also, so sieht meiner aus. Ja, hast auch so einen Riesenpimmel, wa? Scheiße, ey. Bei Kochende gab es heute Whisky. Und die Aline schreibt, sie essen im Moment ganz viel Knoblauch. Heute gab es Manti mit Knoblauchjoghurt und Paprikabutter. Oh. Kennst du noch Manti? Oh. Türkischen Ravioli? Oh. Oh. Oh, lecker! Alter Falter. Lecker, lecker, lecker. Sehr geil. So, ich muss das schälen. Ich hole einen Schäler hervor. Und jetzt möchte ich euch, also ich habe das selber noch nie probiert. Ich brauche mal irgendwas zum Unterlegen. Die Küche sieht schon aus wie die Drecksau. Das habe ich die Tage in einem Video gesehen. Ich schiebe hier schon die... Ne? Naja, egal. Diese Schäler hier, also geht jetzt bei der Möhre oder bei einer Gurke wesentlich besser. Einmal, zweimal. Die schneiden in beide Richtungen. Ne? Ja, da, genau. Da gibt es keinen Grund, nur zu sich hinzuziehen, sondern... Hin, zurück. Das geht viel schneller, Freunde. Ich habe das auch gesehen und dachte so... Lifehack. Ja. Das habe ich bei der Julia von Chester den Sage gesehen auf Twitter. Ah, okay, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe das woanders gesehen. Und dachte, und sie hat es eben auch genauso gepostet, das ist genau derselbe Effekt wie der mit der Tanknadel. Mit der Tank... Oh, ich habe das ganze Buch voll geläppert, ey. Das hält aus. Mir das ein oder andere nachzukochen, aber einen Gurkensalat würde er gerne mal sehen. Marco, was soll ich mit dem Gurkensalat? Ich melde mich freiwillig für den Gurkensalat. Der Gurkensalat. Hast du nicht schon? Ich weiß, Marco hat sich vor... Also mein Blog gibt's jetzt. Deswegen könnt ihr gerne mal schauen. Die Mehr wird in die Öl reinhauen. Kochhelden.tv. Hat sich Marco, glaube ich, vor 6 Jahren irgendwann mal gemeldet und hat gemeint, er braucht ein Rezept für Gurkensalat. Und dann habe ich ihm ein Rezept für Gurkensalat geschickt. Und heute, 6 Jahre später, fragt er hier im YouTube-Chat nach einem Rezept für Gurkensalat. Vielleicht hat er seine Mails von vor 6 Jahren nicht mehr. Ja, er sollte mal seine Mails abholen. Jetzt frage ich mal, Gurkensalat mit Öl oder mit Sahnedressing? Schreibt's mal in den Chat. Esst ihr Gurkensalat eher mit Essig oder eher mit Sahne? Machen wir eins, postet die eins in den Chat für Essig und zwei für Sahne. Und dann sage ich, wie ich's geil finde. Haben wir sowas wie eine... Jens, ich sag dir schon mal, wie ich's geil finde. Ja, sag mal. Ich liebe den lauwarmen Gurkensalat von der Claudia aus dem Miso-Buch mit Sesam und Miso. Wer hätte es gedacht? Mit Sesam, ich habe dieses Buch nicht, ich muss es mir noch kaufen. Ja, ganz offensichtlich. Ich finde immer Sahne-Zitronendressing. Ja, oh. Ich habe das geliebt wie verrückt und heute finde ich das ehrlich gesagt total eklig. Okay. Achso, ich muss reiben. Mit was reibe ich denn? Ich muss den Meerrettich reiben. Moment. Mit so einer Reibe vielleicht. Kochende ist mit Öl. Hoppala. Würde ich heute tendenziell auch eher machen. Ja? Ja. Ich habe früher immer mit Sahne. Bei meinem Papa gab es das immer mit Sahne. 2 Zentimeter ist so viel, ne? Na gut. Also, es kommt zu diesem Grün von den Mairübchen. Das hier sind Mairübchen. Die gibt es derzeit zu kaufen, weil es fast Mai ist. Könnt ihr euch holen, da hängt ein Grün oben dran. Das Grün schmeißt ihr nicht weg. Das packt ihr entweder in einen Smoothie oder hier in einen Mixer für den Dip, für den Mairüben-Grün-Dip. Jule, habe ich das richtig gesagt? Ja, voll super. Du hast so. Trotz einem halben Liter Wein immer noch richtig gesagt. Ey, sag mal, der Meerrettich haut mir aber auch in die Augen. Ja, das soll er auch. So, dann holt ihr euch noch so einen Pimmel Meerrettich. Den gibt es in ganz handlichen Abpackungen zu kaufen. Also, naja, handlich ist was anderes. Aber gut. Dann reibt ihr ungefähr 2 Zentimeter in euren Mixer hinein.
Ey, im Nachhinein wird diesen Stream niemand mehr angucken. Ich sag euch das. Das wird... Der Kanal ist danach wieder tot. Simon sagt tschüss. Simon! Du verlässt mich. Hast du was mitgenommen? Du hast wahrscheinlich selber für Elena gekocht, wa? So, was muss ich hier machen? Mehrere die Schälen reiben. Hau rein. Ich schreib dir WhatsApp morgen. Brise Salz. Das ist eine Brise. 10 Umdrehungen aus der Pfeffermühle. So. Und dann nach und nach Olivenöl untermischen. Stopp mal. Ich muss doch noch den... muss ich nicht auch die Schalotten-Vinaigrette reinpacken? Ah, die Vinaigrette muss da rein. Siehst du? Und wie viel? Okay. Wie viel von der Vinaigrette? Ein Esslöffel. Scheiße, ich habe keinen Esslöffel. So, jetzt hier die eine Nerdfrage. Ha? Von Daniel. Wenn ihr beide Miso verwendet, aus was macht ihr dann euer Dashi? Ich komme nur leicht an Katsuobushi. An Katsuobushi? Also ich komme sehr gut an Katsuobushi tatsächlich, weil mein Asialaden das ständig da hat. Wenn du das bei dir im Asialaden nicht so ohne weiteres findest, dann würde ich dir einfach einen japanischen oder Asia-Versender online nahelegen. Oder aber einfach mal den Asia-Händler fragen bei dir vor Ort. Ich weiß natürlich nicht, wo du wohnst, deswegen keine Ahnung. Also ja, ich komme gut an Katsuobushi und natürlich Kombu kommt in die Tasche mit rein bei mir. Puh. Und nicht kochen. Kombu haben wir auch gekauft jetzt die Tage. Wir machen. Chefstaff lege ich übrigens auch auf ein halbes Bier ein. Was ist heute los mit euch? Ihr seid so spendabel, Freunde. Das Tolle ist ja, wir trinken die ganze Zeit Wein und laden nicht nur auf ein Bier ein, weil die wissen, du wirst zu schnell betrunken von Wein. Ja. Kochende verabschiedet sich. Kochende, hau rein. Ich schau mal hier nächste Woche bei dir meinen Stream rein, ne? Aber nur am Montag. Aber nur am Montag, gib dir Mühe. Gut. Wir gehen nochmal auf die Kamera. Wir sind gerade beim letzten Dip. Ich hoffe, es ist noch irgendwer da. Wir haben das Rübchengrün. Wir haben Meerrettich, ungefähr 2 cm von diesem Meerrettichpimmel hier reingerieben. Dann haben wir jetzt, ist jetzt der Moment, warum wir vorhin diese Zwiebelvinaigrette gemacht haben. Die Zwiebelvinaigrette schnappt ihr jetzt, die haben wir eingekocht. Ein Esslöffel, ich sage 1,5. Und schon ist das Rezept aus dem Hedige-Buch verändert. Ja. Das kommt hier rein und dann muss ich in das Buch gucken, was muss ich noch machen? Nach und nach Öl untermischen. Olivenöl, 100 Milliliter. Ich brauche heute wieder... Nach und nach bedeutet, während du das pürierst, würde ich brauchen. Richtig. Wir brauchen neues Olivenöl. Ist das hier neues Olivenöl? Das nehmen wir. 100 Milliliter. Oh, jetzt habe ich hier wieder keine Schüssel, das ist ja super. Warte mal. Was ist da los? Meckerst du? Na, ich mecker nur über meine Ausstattung, das ist schon okay. Das gibt's doch nicht. So, 100 Milliliter sind jetzt erreicht. So, und jetzt tun wir das hier mal pürieren. Also es könnte laut werden, Freunde. Ja, bei mir war es jetzt die ganze Zeit laut. Habe ich das nicht gestört? Ich habe gar nicht zugehört. Ich habe deinen Ton abgedreht. Hast du geredet? Nee, ne? Nee, ich habe püriert, deswegen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das irgendwie einfangen kann hier für euch. So, seht ihr, ich mache das glaube von Hand, wa? So, und der fährt sich gleich mal fest, das ist ein schon mal... Ein bisschen Öl musst du schon mal rein. Naja, habe ich schon gemacht. Ah, okay. Ich gebe jetzt mal alles an Öl rein, weil natürlich... Ach, mach langsam an, ein bisschen nacheinander, bei mir war es jetzt gerade ein bisschen zu viel auf einmal und dann wird es zu flüssig. So, das funktioniert wieder eins hier. Nicht. Geht gleich weiter. Da ist doch extra dieser Plömpel dabei. Wir haben einen Plömpel. Ist ja, es ist so dunkel bei mir. Oh mein Gott. Hier wäre jetzt der Minze-Dip fertig. Der ist ein bisschen zu ölig geworden, aber das ist nicht weiter schlimm. Was ist ölig? Ja, mein Minze-Dip ist ein bisschen, ja gesagt, ich habe einfach einen Schuss zu viel Öl gemacht. Aber er ist lecker. Also es ist wirklich eine sehr tolle... Was hast du jetzt für einen Dip? Na, den Minze-Dip. Jetzt kannst du
Ach, der Minzedip. Ja. So, seht ihr was eigentlich? Ich hab's gleich. Handelt sich nur um Sekunden. Alter Falter, da kämpft aber einer. Also, sind wir mal fertig. Ich hab's gleich. Geh gleich weiter. Ich glaube, ich hau noch mal ein bisschen Öl rein, wa? Oh, nö, das sieht aber gut aus. Mach trotzdem mal ein bisschen Öl rein. Das wird ein Rübchengrün-Dip. Und zwar einer, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Aber hallo. So, jetzt ist ja auch irgendwann mal gut. Alliop. Okay. Er sieht gut aus. Moment, ich schalte mal hier hin, dass ihr das sehen könnt. So sieht das aus. Ha? Ich esse schon mal. Ja. Mach mal. Ist eigentlich überhaupt noch irgendwer da? Oder sind wir komplett alleine? Nein, hier ist noch Michelle ist noch da, Aileen, What? Ich glaube, der Marco ist auch noch da. Der Marco ist in seinem Bier wahrscheinlich ersoffen. Boah, wie geil das aussieht. Das sieht super aus. Hammer. Bisschen wie Bärlauch, aber es ist halt auch grün, ne? Ich sag mal, ob du das grün nimmst oder das grün ist wahrscheinlich... Ich werde das gleich... Oh, so, Jule, du kommst morgen vorbei zum... Zum Putzen hier. Ich? Das nee. Ist ja... Ich muss ja selber putzen. Was denkst du denn? Ist ja ein Wahnsinn. Ach, jetzt komm. So. Ich hab dunkel in Erinnerung, dass du so einen Kercher hast. Wie, woher weißt du, dass ich einen Kercher hier rumstehen hab? Wir können das Haus auch einfach in die Wand setzen. Wir können es einfach abfackeln. Ich lasse es hier stehen und morgen früh wird das schon irgendwer aufräumen. Also dieser Minze-Dip übrigens, den ich hier jetzt habe, den kann man zum Beispiel voll gut hier mit Gurke essen. Zeig mal her. Und voll lecker. Minze-Dip mit Gurke. Ich finde das lecker. Ja, logisch. Aber, also wäre das irgendwie so richtig, Entschuldigung, muss den Mund leer machen. Naja, also, kein Ding. So ein bisschen noch doller machen will. Oh. Wir hatten es ja vorher vom Grillen, ne? Weil wir wollten eigentlich Grill-Dips machen. Ja. Also wer da richtig Bock drauf hat, ich würde dazu Jakobsmuscheln grillen. Oh, ist ja auch nichts für die Vegetarier, aber egal. Hier, so, ich zeige auch mal kurz meinen Mairübchen-Dip. So sieht er aus. Ja, ein bisschen grün. Super. Ganz schön grün. So, warte mal, ich probiere den auch. Naja. Der Minze-Dip ist ja sowieso nichts für Vegetarier wegen der Fischdinger. Stimmt. Ja. Also ich sag mal so, ich kenne ja jetzt Mairübchengrün nicht so unbedingt, ne? Esse ich nicht jeden Tag. Ja. Die Mokkabohne ist natürlich auch noch da. Mokkabohne. Gib mal hier den Löffel ran. Lass mal probieren. Ich bin ja nicht so für grün. Weiß auch nicht. Knistert schmeckt ja nicht. Knistert auch ganz schön in den Zähnen. Was tut das? Es knistert. Ich habe es, glaube ich, nicht richtig abgewaschen. Da ist ganz schön viel Sand drin. Ich glaub, da fehlt ganz viel Salz. Ansonsten. Hier, Salz, Schatz. Ich gebe dir mal Salz rüber. Gut. Also, Freunde der Sonne. Jetzt werde ich mal einen Schluck trinken. Also.
Jule. Jens. Komm mal ins Bild. Ich bin doch da. So, wir haben jetzt heute hier, es ist jetzt 21 Uhr, wir haben einen 2-Stunden-Stream gemacht. Das ist in der Tat eine absolute Premiere. Und was yeah. eine zweite Premiere ist, der Stream hat funktioniert. Es ist technisch gut gelaufen, würde ich sagen. Wir das haben zum, auch, wir hatten keine Unterbrechung. Gib mir nochmal den Dings her, ich halte ihn gleich nochmal in die Kamera. So, genau, wir hatten keine Unterbrechung, das war sehr lustig, es ist sehr gut und sehr lustig war es mit dir, Jule. Wir das haben eine Zwiebelvinaigrette gemacht. Wir haben hier auf der linken Seite, sehen wir etwas Betonartiges. Das war ja, ein Aubergine, bitte? Ja, also bei mir sieht es ja nicht nach Beton aus. Oder nee, Entschuldigung, die Aubergine sieht super geil aus. Was bei mir ein bisschen komisch aussieht, ist der Dip mit dem Sauerampfer. Wobei ich keinen Sauerampfer verwendet habe, sondern einen Blutampfer und die Farbe durch den Blutampfer kommt. Verwendet ihr Sauerampfer, wird das grün. So wie bei der. Moment, ich schalte das nochmal groß hier bei dir. Guckst du? Ja, das sieht super aus. Bei dir ist das grün. Bei mir sieht das aus wie Betonmischung. Aber das kommt, wie gesagt, durch meinen Blutampfer. Ja. Gut. Haben wir. Dann haben wir einen Minzedip gemacht. Ja, hier. Moment, schalt nochmal um auf dich. Das ist der Minzedip. Arnold, weg mit dir. Ein Minzedip haben wir gemacht. Und dann haben wir noch einen Mairübchen-Grün-Dip gemacht. Alles Dips für den Frühling. Es war jetzt etwas länger, als ich gedacht habe. Aber gut, solange noch jemand da ist, ist ja alles fein. Ich sag mal, Jule, vielen Dank für das gemeinsame Trinken. Ja, das vielen Dank, dass du vielen Dank, dass du hier im Stream dabei warst heute. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Absolut. Also wenn du nochmal eine Lücke hast, die du füllen musst, dann rufst du an. Mag ich gerne. Vielen Dank. Also, das war Jule Graf vom Hedige Verlag. Macht's gut, bleibt alle gesund, bitte. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Bleibt gesund, gehabt euch wohl und am Donnerstag kommt das nächste Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, so lange, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja. Freue mich echt mega. Bis dann, euer Jens. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.